Wir fahren durch die Nacht, du zeigst doch was im Dunkeln. Scheinbar hast du wieder was gesehen. Es ist wie neulich, als du Kaninchen in den Wolken sahst, doch da war nichts, Zero Kaninchen. Ich lächle unverbindlich, jetzt fängt's noch an zu regnen, und wieder hast du irgendwas entdeckt. Das kann doch mal nicht wahr sein, ich mein, ich kann kaum den Weg sehen. Und was soll's da schon geben, außer Dreck? Was du da siehst, wird mir nicht. Es ist wie neulich, nur das damals, ja, sieht klasse aus. Scheinbar die korrekte Antwort war. Ein neuer Erlebnis, verschwöre frisches Grinsen, als gäb's da eine Blatte Lippen. Dabei müsste dir klar sein, nicht mein, als nur vom Himmel sehen, dass ich auf seinem Bahnhof nichts verstehe. Gehen.
Diesmal bin es ich, der grinst. Ich könnte es dir zwar zeigen, wahrscheinlich willst du's aber gar nicht sehen. Die Scheibenwischer kämpfen eine aussichtslose Schlacht gegen den Regen, der die ganze Welt verschluckt. Die Schlucht kommt uns entgegen, doch du schaust dich hin, im Gegenteil. Du hast grad auf etwas anderes geguckt. Du schaust zurück, ob das die Ausfahrt. Wir sind so gut wie klar. Hallo. Jetzt habe ich so lange am Greenscreen rumgefummelt und jetzt ist trotzdem irgendwie. Oh, Hype Train ist schon eingelaufen und ich habe noch nicht mal angefangen. Okay, dann fange ich mal an. Alles erreicht. Du hast alles bekommen und alles fällt dir so leicht. Du hast den Gipfel erklommen und wenn mich was schlaucht, hältst du mich in den Armen. Sag mal, liebst du mich auch? Ich war kaputt und vernarrt, doch du pflegst mich zusammen. Du bist das Präparat gegen all meine Schrammen. Hab so oft verloren, aber mit dir zusammen bin ich wie neu geboren. Ich hab gewonnen. Bei dir ist man immer willkommen. Oh, wie edel von dir. Ich darf mich an dir sonnen und wenn ich was brauch, du hast davon Tonnen. Sag mal, liebst du mich auch? Und jetzt hast du's gesagt. Bitte reich mir das Messer. Ich war kaputt und vernarbt, doch jetzt geht es mir besser. Das ist doch nur Blut. Reiß dich bitte zusammen. Ja, du warst wirklich gut. Doch ich hab gewonnen. Dein Kopf hängt an meiner. Dann fühlte ich mich schwach und krank.
auf einem Teller im Trophäenschrank. Ich hab gewonnen. Willst du noch von mir? Ich habe dich doch nur gebraucht, damit ich mich mal wieder als Gewinner fühlen kann. Oh Mann, jetzt freu dich doch mit mir. Dein Lächeln gab mir Kraft, doch hey, heute hängt es schlaff bei mir an einer Kette um den Hals. Du bist ein lausiger Verlierer, ich hab gewonnen. Ach, gewonnen. Lange nicht gespielt. Sehr lange nicht gespielt. Hallo, ihr Guten. So, jetzt aber. Du aber mach. Ich habe gar nicht gesehen, was hier alles... Ach so, warte mal, ich sollte den Hall wieder ausstellen. Ihr kennt das ja. Hall ausstellen, Hall ausstellen, Hall ausstellen, Hall ausstellen. Ah, bonsoir, wen haben wir denn da? So, das ist doch besser. Was bin ich denn heute am oberen Bildschirmrand? Sitze ich so aufrecht oder was ist mit mir los? So, 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 so. Könnt ihr mich gut hören? Ich bin ein bisschen leise, ne? Ja, so ist besser. So ist besser, so ist besser, so ist besser. Perfekt. So, wer ist denn alles da? An diesem wunderschönen sonnigen Frühlingstag. Carles ist da, hat weiter abonniert. Esri Ildos ist da. Huhu. Arcaris Ferro, zum ersten Mal gechattet. Hallo, herzlich willkommen. Basping ist da. Octron, auch zum ersten Mal gechattet. Willkommen, willkommen.
Jonji. Guten Morgen. Ja, auch Quedek hat ganz schön viel Abos verschenkt. Dankeschön. Carles, auch Dankeschön fürs Subben. Wachbirndal hat abonniert. Danke. No Tenchi ist da. Hallo, Tenchi Ping. Wachbirndal habe ich gesagt. Bithia85 hat abonniert. Dankeschön. Da freue ich mich aber schon seit 5 Monaten. Brunhilde hat auch seit 3 Monaten dabei. Nexalam ist da. Wieder alles voller Pings hier. Das ist gut. Kioma 909. Hallo, schon häufig gesehen. Mili Schnitzel ist wieder da. Hallo. Ich habe ein Level 3 Hype Train im Mode erhalten. Tut, tut. So. Esri, danke fürs Resubben. Tilva ist da. Hallo, Viking Ping. Bunt angemalt ist da. Und habe ich aber noch nicht so häufig gesehen, muss ich sagen. Willkommen, willkommen, falls ich das die letzten Mal übersehen habe. Nicht zum ersten Mal gechattet. Aber Nadinella hat zum ersten Mal gechattet. Hallo. Quelleck, danke fürs Resubben. Kevin Light ist da. Hallo. Arcaris Ferro ist da. 3 Herzchen zurück. Lucy TV, hallöchen. Zum ersten Mal gechattet. Schön, dass ihr alle da seid. Es ist ja eigentlich gar nicht das Wetter, um sich einen Stream anzugucken. Das könnte man doch auch in der Wiederholung aus der Dose machen. Als VOD kann man sich das doch hier alles auch antun. Und dann auch als auf YouTube nachher. Genau, hier im Intro, du willst mir das zeigen, unsere aktuelle Single, unsere zweite Live-Single neben Psychologischer Sieg, beide sehr hörenswert, haben wir eben gehört. Du willst mir was zeigen. Und danach einmal gewonnen aus unserem Album Schnupperstunde Kosmos. Jetzt, den habe ich wirklich sehr lange nicht gespielt und ich freue mich, dass es so gut funktioniert hat. Ich hoffe, der Song war euch nicht ein bisschen zu lang oder zu langatmig, zu langweilig. Ja, Avocado ist auch da, hallo. Ja. Mann, wir haben uns lange nicht gesehen. Das tut mir so leid. Ich bin vergraben in einem geheimen Geheimprojekt. Ich mache ein geheimes Geheimprojekt, über das ihr nur Mutmaßungen anstellen könnt. Und gar nicht, gar keine Fakten liegen bislang auf dem Tisch. Die Fakten sind alle verbuddelt in unseren Faktenschubladen. Und seit etwa 2 Wochen, 2,5, vielleicht schon 3 Wochen, liege ich unterm Schreibtisch, wohne ich unterm Schreibtisch, habe da mir meine Decke und mein Kissen hingelegt, meine Schlafzipfelmütze und meine Thermoskanne mit einem Monatsvorrat an Kakao. Und da werkel ich dann an unserem Geheimprojekt, über das ihr demnächst hoffentlich mehr erfahrt. Es sei denn, ich scheitere jetzt doch noch. Ah, Sally Chaos Ace ist auch da. Frankensteins Ping ist da. Huhu. Meine Abwesenheit habt ihr trotzdem ganz gut genutzt, obwohl ich die ganze Zeit über mich nicht hab blicken lassen, also zumindest hier nicht. Sind wir doch trotzdem. Oh, ich guck mal gerade nach, ob es möglicherweise. Das wäre ja spannend, aber ich glaube, es ist nicht so. Was ist das denn hier? Nee. Haben wir es irgendwie geschafft? Auf sage und schreibe 99 Patronen zu kommen. Wir haben jetzt 99 Pings in unserer Ping-Unity. Das ist wie bei den Schlümpfen. Wenn es 100 ist, dann sind wir vollständig. Dann wird der Sack zugemacht. Dann ist Aufnahmestopp. nee, nicht wirklich. Genau. Also das nochmal zur Klärung. Die unsere Pings, das sind
unsere Patronen, also unsere Patreon-Unterstützer unserer Band. Genau. Und 99 ist wirklich eine starke Zahl. Also das hätte ich auch nicht gedacht, dass wir quasi so schnell innerhalb von einem Jahr, ne? Vor einem Jahr etwa haben wir Patreon gestartet. Aber so richtig abgegangen ist es halt erst jetzt zum Jahreswechsel hin. Und jetzt kriegen wir sogar Zulauf, wenn wir uns unsichtbar machen. Das ist so. Jetzt ist aber die Frage, wer wird der hundertste Schlumpf? So. Ich werde jetzt nicht nochmal meine Peo-Schlumpftheorien hier zum Besten geben. Die habe ich ja schon mal ausgiebig ausgelegt. Denn heute haben wir was ganz anderes auf der Agenda, und zwar... Für alle, die nicht wissen, was passiert. Hä? Poki reagiert. Ja. Das machen wir. Und zwar alsbald. Wenn wir, genau, uns erstmal wieder eingegroovt haben miteinander. Ihr habt fleißig Unfug gemacht. Oh, liebe Grüße aus Leipzig. Zurück. So. Was kann ich denn erzählen? Ich kann ja eigentlich gar nicht viel erzählen, weil ich gar nicht erzählen darf. Es war sehr spannend. Und trotzdem, trotz Projektkeller, haben wir es trotzdem irgendwie geschafft, vorgestern war es gerade, nochmal ins Studio zu gehen und unseren Release Nummer 6 für dieses Jahr, 5, 6, 6, nee, warte mal, jetzt haben wir 2, haben wir draußen, dann kommt erstmal, dann kommt und dann kommt, nee, Nummer 5, Release Nummer 5 für dieses Jahr einzusingen. Ich färbe gerade meine Haare schlumpfblau. Ah, das ist schön. Meli, damit bist du dann qualifiziert, die Nummer 100 zu sein. Nein, ich will auch weiterhin erstmal keine Werbung machen, weil wir momentan wegen der Projektzeitraum ist noch, den haben wir noch mal ein bisschen um eine weitere Woche ausgedehnt. Das ist noch drin, hat mir Anne versichert, die Gatekeeperin des Terminkalenders ist. Und das heißt, ich bin noch mal eine Woche im Projektkeller gefangen. Und warum wollte ich das sagen? Ich hab's vergessen. Wie habe ich denn den Satz angefangen? Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe auf jeden Fall auch ich habe meine Projektaugenringe zurück und ich habe auch mein Projektgehirn zurück. Und genau. Irgendwann in den nächsten Wochen auf jeden Fall können wir euch verraten, woran wir denn da arbeiten. Ich freue mich schon sehr darauf, es euch zu erzählen. Wird eine ganz spannende Geschichte. Es wird eine spannende Geschichte. Genau, ach so, was ich, genau, weswegen ich gesagt habe, so, ich bin noch für eine Woche im Projektkeller. In der Zeit parkt auch die Ping-Zeichen Pipeline sozusagen. Das heißt, in der Zeit komme ich nicht dazu, Pinguin-Avatare zu zeichnen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt auf Social Media. Einer unserer Pings, und zwar der Sir Droggle Ping, der hat uns auch erlaubt, dass wir das weiter teilen und zeigen. Der hat sich seinen Ping als Tattoo stechen lassen. Ist wunderschön geworden. Und das ist natürlich echt eine krasse Ehre. Dass da jetzt Leute mit
mit ihrem quasi Band-Emblem unterwegs sind. Aber das ist nicht das erste bandbezogene Tattoo übrigens. So. Ach, der Troggelping ist ja auch da. Wusste ich das schon? Hallo. Achso, nee, da hat er ja gerade erst Hallo gesagt. Warum sind denn die Alerts so laut bei mir? Sind die bei euch auch so laut? Kann ich das Desktop-Audio runterdrehen oder? Sagt mal bitte. Bei mir im Ohr sind die nämlich super, super duper laut. Ach so, warte mal. Ich kann ich hier noch ein bisschen regeln. Dann kann ich, glaube ich, die Kopfhörer ein bisschen leiser machen. Da hat sich doch was verstellt. Ich habe jetzt auch, es soll kein Hinweis sein, woran wir arbeiten, aber projektbezogen. Ich teile mir ja mit dem Rechner unten im Studiokeller und hier oben am Streaming-Bildschirm teile ich mir dieselbe mobile Soundkarte. Ich bin ständig dabei, die hoch und runter zu schleppen. Wenn ich unten arbeite, dann schleppe ich die runter und wenn ich oben arbeite, dann schleppe ich sie wieder hoch. Und wenn ich einen Call habe, und muss ich die halt mir unter den Arm klemmen und schnell hochspurten. Das ist mir zwei, dreimal passiert, dass ich mit Leuten über Discord chatten wollte und bin so, wo ist denn, oh nein, die Soundkarte ist unten. Dann musste ich ganz schnell, Entschuldigung nochmal, das ist so ein Ding. So, ihr seid aber auch einsilbig heute. Sitzt ihr alle auf der Veranda bei einem Kaltgetränk. Es fragt auch niemand nach, ne? Ich war heute sehr mutig und habe mir keinen Kaffee gekocht für den Stream. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich es bereue. Aber ich glaube, ich komme auch ohne ganz gut durch. Wachbirndal wurde gefangen genommen vom Hund. Oktron, bitte nicht das Auto waschen. Ihr wisst, so beschwört man die Regengötter. Wir sind alle in die Sonne rausgegangen. Und wie chattet ihr dann hier? Das WLAN reicht bis auf die Terrasse, das ist gut. Der gute Terrassen-Repeater, jeder braucht einen. Oder Balkon-Repeater. Die guten wasserdichten Repeater vom aus dem Baumarkt. Der Troggeping, die Sonne ist mein natürlicher Feind. Ja, auf keinen Fall ein Sonnenbrand auf dem frisch gestochenen Tattoo riskieren. Das ist nicht gut, wenn sich da die Haut pellt. Dann geht die ganze gute Farbe mit ab. Wahrscheinlich nicht, oder? Stimmt, behaupten, wenn man zu lange wartet, ist es zu spät zum Rausgehen. Ja, das solltest du testen. Also, ich sehe eure
Also als Fragestunde eignet sich das hier gerade nicht so richtig sonderlich. Wie wäre es denn, wenn wir zum Einstieg noch eine halbe Stunde, bis wir mit dem Let's Watch, Let's Play anfangen, wenn wir in der Zeit noch ein bisschen uns in die na, wie heißt es denn? In die Blender-Hölle begeben. Kurze Frage zu gemogelt. Welcher aufgenähte Drachen ist gemeint? Das ist eine gute Frage. Es ist einfach nur Quatsch. eine alternative Zeile. Das ist tatsächlich eine Zeile, da hatte ich halt irgendwie zwei Lyrics für geschrieben und immer hin und her variiert, mal die eine und mal die andere gesungen. Die andere war, der Drachen war aus Pappmaché, der ganze halt für nichts. Bonsoir. Wen haben wir denn da? Wieder, wen haben wir denn da? Delta 34 haben wir da. Hallo, neu dabei. Schön, schön. Dankeschön fürs Subben. Ich habe mir halt in der ersten Strophe meckert Gunnar da ja über über einen Illusionisten, der den er nicht ausstehen kann, weil er ja gar nicht wirklich zaubert. Das ist die Geschichte des Songs. Was macht denn unser Ping-Adventure? Ja, schön, dass ihr an das Geheimprojekt keine großen Erwartungen stellt, ne? Also, dass ihr da geerdet bleibt, habe ich gestern so schön geschrieben, mit eurer Erwartungshaltung. Da kann man dann auch einfach nicht enttäuscht werden. Also die Pinks sind nämlich ordentlich am Raten, worum es sich bei dem Geheimprojekt handelt. Der glorreiche Verarschibald, genau. Da du den Inhalt von Du willst mir das zeigen so schön erklärt hast, sehe ich mich eher als den Fahrer. Oh. Kommt ja immer auf die Lebenssituation an. Wir haben eher keine Erwartungen an unsere Fähigkeit, die etwas zu entlocken. Und das ist richtig. Auch da könnt ihr dann nicht enttäuscht werden, wenn ihr da keine Erwartung habt. Ich habe nämlich Nomen ist omenmäßig. Ich habe ein Pokey Face. Pokey Face. My Pokey Face. Schubidu, Schubidu. Ist es eine Zeitreise? Was ist denn keine Zeitreise? Das Leben ist eine einzige Zeitreise. Wen haben wir denn da? Das Leben ist eine Zeitreise von der Vergangenheit in die Zukunft. Oh Mann. Ich bin eigentlich wieder gesund, ne? Aber irgendwie ist meine Nase trotzdem gerade, wird gerade so ein bisschen schnodderig. Ich habe irgendwo hier oben einen ekeligen, ja. So eine kleine Nasenverstopfung im hinteren Nasen-Innenraum. Wartet mal, ich mach mal kurz das Mikrofon aus. Hoffentlich hat es das getan. Kuckuck ist da, hallo. So. Und Atta war es auch da. Danke fürs Resubben.
So. Can't read my Pokéface. Pokéface. So, was ich eigentlich machen wollte, jetzt gehe ich mal wieder in den Studio-Modus. Heute will ich nämlich ganz besonders vorsichtig sein. Muss ich auch. Euch hier versehentlich Sachen von meiner Festplatte zu zeigen. Weil sobald ich halt irgendwas öffne, wo ein Dateibrowser oder so aufgeht und da sind Vorschaubildchen oder so zu sehen, da kann man dann reingucken und raten. So, wollen wir hier nochmal reingucken? Lohnt sich das denn jetzt noch? Oh, also so eine grobe halbe Stunde können wir hier noch machen, oder? Die Frage ist, was machen wir denn hier? Wir könnten einmal hier so ein bisschen Edna und Stiesel aus dem Background rausradieren, damit wir das jetzt schöner haben. Wir könnten aber auch die beiden. Was passiert denn, wenn ich die eigentlich parente? Wenn ich die beide joine, meine ich. Verlieren die dann ihre Textur? Nee, ne? Doch. Das sollte ich nicht. Beziehungsweise wahrscheinlich muss ich erstmal hier die Dinger dann applyen. Und das will ich aber eigentlich auch nicht. Wir könnten aber auch einen dritten Raum machen schon mal. Dr. Marcells Büro und die Abstellkammer. An Ednas Zelle, ehrlich gesagt, traue ich mich nicht so sehr ran hier. Was würde euch denn am meisten Spaß machen? Der Rödelraum, der Aufenthaltsraum, der Aufenthaltsraum, die Abstellkammer meine ich. Wo bin ich denn? Warum kann ich denn das nicht bewegen, wenn ich auf Bewegen gehe? Wo ist denn der Cursor hin? Der ist gar nicht da. Der ist gar nicht da. Warum nicht? Was vergesse ich denn jetzt schon wieder hier? Also das Licht kann ich verschieben, nur den Raum hier nicht. Ist der irgendwie gelockt? Ja, der ist gelockt. Was bist du? Auch gelockt. Guck mal, das müsste doch eigentlich so ein bisschen gehen. Bist du jetzt auf zum Hirn. Ich animiere die mal alle hier. Jetzt ziehe ich den halt so ein bisschen auf Breite. Und dann wollen wir ja die Dingens drauf Kamera projekten, aber ich bereite den schon mal so vor, dass der in etwa hinhauen müsste, ne? Wie mache ich das am besten? Ich subdivide den entlang dieser Linie hier. Bop. Dann schnappel die Wapp, den hier. Extrude den, aber nicht doch in diese Richtung. So, in diese. Und dann packe ich die hier wieder zusammen. Wie war denn das? Einfach nur M? Ja. At last. Und die beiden kann ich mal snappen zu Vertices.
mal. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ist natürlich die falsche Textur dafür. Ich glaube, ich muss auch mal kurz die anderen beiden, zumindest den hier, verstecken. So. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwoher das passende Bild finden. Ich habe ja jetzt ausgerechnet die Anniversary Edition. Die findet man bestimmt nicht so häufig im Netz. Am Wickel. So. Ich gehe mal wieder in den Just-Chatting-Modus zurück, solange ich hier im Internet rumfliege und mir versuche, das richtige Bild rauszusegeln, kegeln. Mir das Bild rauszukegeln. Das macht überhaupt keinen Sinn. Edna bricht aus Abstellkammer. Mal versuchen wir es doch mal so. Bilder. Am besten große Bilder, ne? Da gibt es ja nicht so viel. Edna and Harvey. La 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 la. Lalilu, lalalilu. Schubidu und Schubidai. Was ist denn das? Achso, das ist die Organon-Hymne. Ja, ich hoffe, man kann diesen Raum überhaupt finden irgendwo. Ist ja blöd, dass ich keine eigene Edna-Version mehr habe. Ein bisschen peinlich auch. Aber auch so wäre es wahrscheinlich ein bisschen aufwendig, mir immer alle Screens quasi. Aber dafür habe ich hier eine schöne Ansicht vom einen schönen Screenshot von der. So ist aber leider markiert, ne? Nichtsdestotrotz besser als nichts. Ich habe jetzt schon mal hier einen von Dr. Marcells Büro gefunden. Zur Not machen wir den, wenn ich den anderen Raum nicht finde. Wir haben sowieso nur noch 20 Sekunden Zeit, ne? 20 Minuten Zeit, Sekunden. So, dann speichere ich den schon mal. Aber wie gesagt, ihr dürft leider nicht zugucken. Wo waren wir denn? In welchem? Bestimmt unter in meinem Twitch-Grafiken-Ordner. Twitch-Bilder. Bonsoir! Wen haben wir denn da? Ja, wen haben wir denn da? Ihr verratet es ja nicht. Doch, Shani ist da. Hallo, hat nochmal gesagt. Dankeschön dafür. Attawa habe ich auch noch gar nicht mitbekommen. Danke fürs Resubben. Obwohl, hatte ich doch. Das war, hat es das nicht vorhin schon gemacht? ChatGPT will keine Neufassung von Pokerface mit Poki generieren, wegen Copyright. Ein herber Rückschlag für die Welt. Dann, da sieht man mal die Grenzen von KI. Die Band liegt gerade am Strand. Was ihr hier hört. Ist eine KI. Nee. Habt ihr es nicht erkannt? Interessant. Interessant. Hinterlasst gerne einen Kommentar. Wer es nicht erkennt, das ist aus unserem. Das ist aus unseren Freizeitshorts.
wie es wohl für euch war und wie ihr es so fänd. In Zukunft mehr KI, weniger Bentley, weniger die Bentley gerade am Strand. Hier gibt es einen alten Screen von dem Abstellraum. Aber nee, ich finde leider keinen aktuellen vom Abstellraum. Warum nicht? Das ist eine Tragödie. Ich könnte natürlich einfach irgendein anderes YouTube-Video, einen aktuellen Anniversary Edition Let's Play Hoshi-Mann aufmachen und mir den da aus dem YouTube-Video rausgrabben, den Background. Aber das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Gehassel. Vielleicht machen wir dann doch einfach den den leichten Weg und nehmen Dr. Marcells Büro oder lassen es gleich bleiben und steigen in das Let's Play ein, uns das anzugucken. Aber andererseits, wenn ich es jetzt nicht finde, dann werde ich es ja niemals finden. Dann muss ich für immer damit leben, dass das, was ich mir vorgenommen habe, einfach nicht möglich ist. Und das bin ich nicht bereit zu tun. Ihr etwa? Nope. Das ist ja unfassbar. So, warte mal. Ich mach das jetzt. Ich mach hier von einem Screenshot. Drucken. Hoffe, dass das geht. Das Abspeichern, so viel müsst ihr mir zugestehen, mache ich dann aber trotzdem wieder blind. Das heißt, ihr seht nichts von dem, was ich gerade mache. Nichts. Bild freistellen, ist gut. Kopie speichern als PNG mache ich das. Abstellkammer. So. Und jetzt öffne ich den F-Spy. Und auch das zeige ich euch alles nicht. Tja, das ist wie ein Blindflug, ne? Ja, eine Fan-Wiki mit jedem Spielscreen. Das finde ich auch gut. So, und das kann ich euch dann jetzt auch wieder zeigen. So lange, bis ich es dann nicht kann. So. Also, dann gucken wir doch mal, wie viel Unfug ich hier bei der Perspektive gemacht habe. Obwohl, das waren ja hier die Dienstleiter. Ah, ne? Bonsoir! Wen haben wir denn da? Hä, was ist das? Irgendwie scheint das hier eine neue, scheint das eine andere Funktion zu sein. Sagen so etwa, die mir das Ganze als die Perspektive hier als Quadrat anzeigt. Ich weiß gar nicht, Rectangle Mode, nicht schlecht. Nicht schlecht, dieser Rectangle-Mode.
Es sieht einigermaßen so. Ich habe hier hinten keine Ahnung. Man sieht es ja auch nicht. Vielleicht soll ich nur bis hier gehen. Ist das in etwa die Perspektive des Raums? Ich fürchte ja. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Wohl dem unteren Regalbrett nachzuurteilen. Das ist eher so, ne? Boah. Ich habe hier leider keine, man sieht keine geraden Linien, ne? Weil ich keine gezeichnet habe. A. Aber B auch deswegen. Ich kann es nicht sagen, genau. Ich orientiere mich hier so ein bisschen an den Regalbrettern und an der Linie. Und hier so ein, irgendwie so ein gemitteltes Ding aus dem. Ja, eine genaue Wissenschaft wird das nicht. Wie heißt denn der Raum? Ich weiß es nicht. Ich nenne es jetzt einfach Abstellkammer. Und importiere das mal in einem neuen Blender-File. Ihr müsst mir einfach glauben, dass ich das tue. Abstellkammer habe ich gesagt, habe ich das genannt, ne? Okay, und jetzt können wir wieder reingehen. So, noch 8 Minuten, dann können wir auch mit dem Stream beginnen. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Ja, mal gucken, wie viel sind. Wie viel Sinn das ergibt. GY? Nee, GX. GZ. GY. Das sieht mir gar nicht so richtig aus, was er hier macht. Das ist überhaupt nicht richtig. So sollte ich es nicht machen. Ich muss nochmal zurück in den F-Spy. Das ist dieser Rectangle-Mode. Ich glaube, ich brauche auch ich glaube, ich muss auch drei Achsen. Naja, okay, probieren wir es erst nochmal. So. Gab es nicht eine Möglichkeit, alle drei Achsen anzugeben? From third vanishing point. So ist doch gut. Guckt mal. Jetzt mache ich hier den. Und da den. Und hier den. Ja. Und da den. Und hier den. Und da den. Das sieht, er macht irgendwas. Ich bin mal gespannt. Rektengel. Genau.
Save As. Ich überschreibe jetzt mal die alte Abspielkammer. Und schließ mal den hier. Nein, don't save. 9. Importieren as by. Und wieder fängt er von vorne an. Ah, bonsoir. Wen haben wir denn da? Ja, wen haben wir denn da? Deputy. Nein, Deputy. Ich weiß ja jetzt, dass die senkrechten Striche nichts mit, nicht, keine Buchstaben sind. Keine I's und keine L's. So. Mal gucken, ob das hier besser ist. Es ist zumindest herrlich verzerrt. Das sieht schon mal so aus, als wie irgendwas, was ich zeichnen würde. GZ. GY. Nee, GX. GZ. Vielleicht sollte ich das mal ein bisschen transparent machen. GY. So. GX. So. GZ. Das ist schwer zu sagen, ne? Weil hier die Decke komisch. GX. Expand. Bisschen in die Ecke. Hier mache ich mal einen Cut in der Mitte und zwar genau an dieser Ecke. Na. GY. Nee, erstmal expand, ne? Ach, das ist doch einigermaßen brauchbar, die Perspektive. Na klar, sie haut nicht hinten und vorne nicht hin. Aber war mit was anderem zu rechnen? GY. Wir wollen ja das ganze Bild sehen. So. Die Decke kann insgesamt ein bisschen einen Ticken niedriger, würde ich sagen. Hier ist sie zumindest niedriger, ne? Hier ist sie am höchsten. So. Und hier ist sie am niedrigsten. So, ist auch ein bisschen windschief, das Gebäude. Ist schon passt schon. Achso, die Ecke ist ja gar nicht hier wirklich, ne? Die Ecke ist ein bisschen weiter vorne. Scheinbar. So kann das doch was werden. Und jetzt das hier ein bisschen hoch. Guck mal. So weit. Nee. Das war nicht gut. Stattdessen muss hier die Wand einfach noch ein Stück weiter nach vorne kommen, ne? Guck mal, wie das Regal da steht. Es steht. Nee, irgendwas stimmt da nicht. Das hier muss weiter hoch. Das ist ja eigentlich. Hier ist die Ecke, ne? Aber jetzt ist sie zu weit. Ich weiß nicht genau, was da nicht stimmt.
Lass mal hier die nehmen. Also erstmal den ein bisschen weiter nach hinten, damit der ungefähr hier sitzt, wo er da sitzt. Nee, das stimmt nicht. Den hier ein bisschen weiter nach vorne, ne? So. Oh Mann, das haut ja hinten und vorne nicht hin. Wie wäre es denn, wenn ich den Punkt einzeln modifiziere? Dann ist die Ebene zwar ein bisschen windschief. Ich habe aber keine Ahnung, wo der eigentlich ist, dieser Punkt. Und das hatte ich noch nie. Offensichtlich. Guck mal, diesen Punkt gibt es gar nicht in der Perspektive. Oder dieser Balken ist höllisch schief. Oder diese Ecke ist einfach nicht auf derselben Höhe wie die Ecke hier. Oder. So, ja, ist das eigentlich noch spannend für euch? Ihr schreibt ja überhaupt nichts zu dem, was ich hier mache. Als würde ich es gar nicht machen. Ja, ich vergessen, mit nach vorne zu holen. Das macht für die Camera Projection natürlich wenig, aber. Schreibfaul. Um dich mache ich mir sowieso keine Sorgen. Wartet, ich mache hier nochmal so einen Cut durch, weil wir müssen ja, das war zu viel, den wollte ich nicht machen. Hey. Genau. Das setze ich jetzt alles hier hoch. Hübsch. Dann adde ich mal for good measure. Gar nicht, wo bist du denn jetzt, du Kasten? So, hier muss der sein. Ja. Könnte doch brauchbar sein. So. Guck mal, was hier für ein Unsinn vorherrscht. Naja. Wir machen auf jeden Fall mal unser Material. Da muss ich wieder wegschalten. Weil es hier jetzt darum geht, ein Image rauszusuchen. Aus dem. Es müsste zwar noch richtig auf sein, aber wie gesagt, immer wenn ich sowas mache, da kenne ich heute nichts. Ich habe doch eben gerade das Image rausgesucht, habe ich nur einmal kurz in das andere Ding reingeschaltet und jetzt. Image Texture. Sowas. Achso, weil ich auf Emission zurückgestellt habe, ne? Okay. So, jetzt ist hier meine Image Texture richtig. Jetzt muss ich hier noch einmal Add Modifier Subdivision Surface, aber simple. Tick, tick, tick. 4. Das kostet die Welt. Und.
UV Project mit der F-Spy-Kamera. Ja. Das Bild war 16:9. Guckt euch das an. Hübsch. Vor allem der Balken ist hübsch, oder? Guck mal, daran kann man dann sehen, wie gut das funktioniert, wenn es funktioniert. Eigentlich müssten wir viel mehr von diesen einzelnen Elementen machen, damit man die Perspektive halt viel besser sehen kann. Ne, dieser Balken ist jetzt schon mal, ne, an denen sieht man dann halt wirklich, wie es funktioniert. Die Tür wiederum ist ja viel zu klein. Das heißt wahrscheinlich muss das ganze Ding nachher wieder nach hinten skaliert werden. Das heißt, dieser Fenstersturz ist viel weiter. Aber ansonsten, eine nette kleine Abstellkammer. Wollen wir das mal das Regal bauen? Nur aus Spaß, weil das halt wirklich, also ich finde das wirklich schön. Und dann, das machen wir noch schnell, das Regal, also zumindest so in Ansätzen. Na. Ich mir das angewöhnt habe, hier tatsächlich die Tastaturbefehle. Das ist so untypisch für mich. Wie breit ist denn das etwa so, ne? Und Scale Y. Ich würde mal schätzen so. Scale X natürlich viel weniger. So. Wir können ja gerne an die Wand reingehen, ne? Und vor allen Dingen soll das ganz an die Wand ran, das Regal, hier so etwa. Und jetzt können wir das ganz genau machen. Lop. 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 Blop. Das sieht gut aus. Nee, hier noch nicht. Guck mal. und? Genau, das können wir natürlich jetzt mit allen Regalbrettern machen in der Theorie. Ja, nur 4, 5. Komm, das kriegen wir noch schnell hin. Was
haben die denn da gezeichnet? Nein. Da hat sich aber irgendjemand hier gehörig verzeichnet bei dem, bei der Kante. Das habe ich bei der Abnahme nicht gesehen. So. Wegen dem Kirsch-Emote habe ich jetzt einen Ohrwurm von Cherry Cherry Lady. Das ist ein Satz, den habe ich aber so auch noch nicht gelesen. Ja, vielleicht reichen uns erstmal die drei Regalbretter und ich mache lieber erstmal hier weiter mit dem mit dem Pfeiler, ne? Scale X. Oh Mann, das war ja ganz schön windschief geworden hier, das Regal. Hä? Vielleicht wäre es leichter gegangen, hätte ich mir ein ganz neues Objet gemacht. Steuerung Plus ist doch eigentlich, oder? Genau. Scale. So, es sollte aber vor den Regalbrettern sein. Sonst gibt. Oh Mann, ey. Macht jetzt einmal alle auf dieselbe Höhe. Das ist vielleicht nicht die effektivste Methode, wie ich es mache. Geht das noch nicht? Ja, doch. Und stimmt hier nicht. Naja, egal. Achso, das will ich jetzt nicht mehr. Hier unten. Und da oben ist er schon richtig. Das heißt, ich muss den ein bisschen subdividen, damit der hier gut drauf liegt. Okay, ich merke, wir sind schon ein bisschen in Verzug mit unserem Streaming-Vorhaben, ne? Stream gucken.
Wird das nicht hübsch? Ja, es wird nicht hübsch. Jetzt bin ich ja hier mitten im Regal drin. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich, dass der vorm Regal steht. Ja. Muss man noch ein bisschen zuppeln. So ist es eigentlich nicht gedacht. Naja. Gut. Dann speichere ich das mal. Und dann fangen wir an mit der Reaction Action. Okay? Einverstanden? Ja. Ich zeig dir ja, wie es geht, Kitty. Dann kannst du es auch. Blender ist umsonst, S2 ist auch umsonst. Grafikverarbeitungsprogramm à la Photoshop. Genau. Und welche Tastenkürzel ich wann drücke, um was zu machen, das kann ich ja auch dann irgendwann mal bei Gelegenheit. Ich habe mir das auch nur alles aus YouTube-Tutorial-Videos. Sowas Fancyes gab es noch nicht, als ich studiert habe. Da gab es Blender noch nicht. So. Machen wir doch mal jetzt endlich den Stream an, oder? Denn heute ist es immerhin. Für alle, die nicht wissen, was passiert. Poki. Reagiert. So ist es nämlich. Und worauf reagiere ich? Hierauf reagiere ich. Auf das schöne Gronkh Let's Play zu Edna bricht aus. Ich muss tatsächlich nachgucken, um zu gucken, wo wir noch waren. Ich wusste es nicht mehr. Aber ich habe nachgeguckt und hier waren wir. So, aber bevor wir richtig anfangen, würde ich nämlich gerne einmal, es tut mir sehr leid, eine kleine Pause machen. Es gibt zwar keinen, ich habe mir zwar keinen Kaffee gemacht, aber ich habe trotzdem eine volle Blase. Das Schlechteste aus beiden Welten. Und, wie man so schön sagt. Und damit ihr mich in der Zwischenzeit nicht vermisst, ja, warum nicht? Mache ich hier mal die dieses schöne Ding hier an. Okay, wir können beide das Lied zu 50%, wenn wir das addieren. Genau, ihr müsst uns helfen. So. Und wer es noch weiß, pfeift mit, bitte. Pfeift mit. Am besten singen alle mit. Dann fällt keinem auf, wie schlecht wir es, also ich bin. Das war offenbar unser letztes Konzert, weil meine Zettel sind jetzt durchgereicht. Ich muss mal kommen. Oh Gott, ich werde jetzt schon heiß.
Alter. Spaß! Ich kann gar nicht mehr. Thank you.
Das fühlt sich gar nicht mehr so an, als wäre das noch in diesem Leben gewesen. Ja, krass. das ist echt lange her. 2016, das ist wohl richtig. Was für ein Irrsinn, was für ein Irrsinn. So, aber jetzt legen wir endlich los. Ich bin leise im Vergleich zu den Videos, was? Ich bin hier im oberen gelben Bereich. Ich mach trotzdem ein bisschen lauter. Hallo, 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 da dum poop schub. Da 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 da. Was ist das denn? Ach so, das ist der plötzlich wieder Pirat-Soundtrack. Verrückt. Okay, dann ich kann sonst auch die Videos leiser machen im Vergleich, aber jetzt gucken wir erstmal. Was habe ich für ein Delay? Bei mir habe ich vom Video noch nichts gehört, oder? Verrückt. Okay, dann legen wir mal los, wa? Da sitzt ein Wächter in dem Raum. Er starrt auf eine Wand voller Überwachungsmonitore. Ah, ich glaube, den haben wir schon mal gesehen, den Wächter. Da müssen wir bestimmt... Ich glaube, dazu haben wir die Antenne verbogen. Runter, Tür, Flur. Ich erinnere mich an diese Etage, obwohl hier kommt man, glaube ich... Ach nee, war das das WC mit Stefan Raab? Warte mal, wenn da die Überwachungsmonitore sind, das kann natürlich sein. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Wie, er war da schon? Pflanze. Zieh mal die Pflanze. Können wir der Pflanze vielleicht irgendwie Katzenfutter geben oder sowas? Oder vielleicht mit Cola tränken? Die ist zu groß. Und außerdem vollkommen nutzlos. Ist doch egal, ist eine schöne Pflanze. Was tust du da? Ich spreche pflanzisch. Aber Edna, Pflanzen können doch gar nicht sprechen. Im Gegensatz zu Stoffhasen. Ach süß. So, benutzen wir mal die Klotür. Das erste, was wir machen, erstmal schön auf den Pott. Kaum frei, erstmal koten. Das Klo hier sieht ganz unglücklich aus. Guck mal, voll das traurige Gesicht. Wer weiß, wer da... Naja. Handtuchspender. Und ja, wir benutzen Poki. Hey Poki, wir werden dich benutzen. Aber das machen wir jetzt nach und nach, damit der nette Kerl nicht alles wegspoilert hier. Ne, ihr wisst ja noch, wegen Lotti und so, das, ja. Muss ja nicht sein. Wie unfair. Es verschwindet wieder in der Wand. Ach, er meint, dass wir hier aus Harvey's Augen. Das ist aus einer Erwachsenenwindel, wenn das wackelt. Nee, das ist es nicht. Bäh. Wie unfair. Es verschwindet wieder in der Wand. Außerdem gibt es keinen Soundeffekt. Ein Waschbecken. So. Ich habe die Tage mit Bade gesprochen. Der hat mir doch tatsächlich erzählt, dass er die Soundeffekte für Edna bricht aus rausgesucht hatte. Da hatte er die Soundeffekte gemacht. Das habe ich neulich mal erzählt, dass er für irgendwelche Projekte die Soundeffekte rausgesucht hatte. Das war tatsächlich bereits zu Edna bricht aus. Totaler Irrsinn. Einfach. Dankeschön, Grollenhafen. Fürs Folgen. Flurp. Können wir die Seife nehmen? Können wir mit der Seife reden? Wirst du mich von meinen Sünden reinwaschen? Die Reinigung, die du durch mich erfahren wirst, ist nur oberflächliche Natur. Für die vollständige Katharsis musst du erst Blut trinken, den Drachen töten und schließlich die Schuld des Vaters widerlegen. Ach, Seife. Aus deinem Mund klingt alles so leicht. Ja, ein bisschen Dramaturgie-Theorie. Ach, das Spiel ist so süß. Können wir Wasser mitnehmen bestimmt? Eine erste Analyse ergibt, wenn ich es mitnehme, wird es nicht mehr funktionieren. Scharfsinnig, Professor Dr. Edna, scharfsinnig. Ein Spiegel. Wie sehe ich eigentlich aus? Komisch. Irgendwie dachte ich, ich sei blond. Du kannst dich ja färben, ist doch kein Problem. Nimmst du Ob Spiegel es den mit? Auch mit einem anderen Motiv gibt?
Ist doch ein schönes Motiv. Behalt es doch. Huch. Da hat extra noch so eine krasse Animation hier gemacht. Haben wir eine Schere dabei? Nee. Hm? Ah. Mist. Das scheint ja gut zu funktionieren. Können wir das Ding von der Wand schlagen? Hm. Ich sehe das Packpapier, aber ich sehe das Geschenkband nirgendwo. Was haben wir denn noch? Können wir das abschrauben? Hm. Der Kasten lässt sich leider nicht aufschrauben. Schade. So finde ich nie heraus, wer die Handtücher immer wieder einzieht. Ich tippe auf ein Stereum. Ach, Harvey, da passt doch kein Stereum rein. Doch, ein Ministerium. Es hätte ja auch ein Mysterium sein können. Ich war mir gerade, ganz kurz war ich mir verunsichert. So, ach, das kann man nicht aufschrauben da unten. Können wir die Seife vielleicht irgendwie... Das wäre eine Lebensaufgabe. Fußnägel waschen? Ihhh. Nein, meine Sachen bleiben so schön schmutzig, wie sie sind. Na gut, viel können wir hier aber auch nicht machen. Nein, meine Sachen... Können wir vielleicht das Waschbecken zerschlagen? Nein, ich möchte, dass das Blut meiner Feinde an der Klinge bleibt. Na gut, na gut, na gut, da hast du ja auch schon ein bisschen was gesammelt. Können wir da hinten pieschern? Nee, können wir auch nicht. Hier Toiletten benutzen geht auch nicht. Waschbecken, Seife, Handtuchspender... In diesem Bild putzt Captain Unbrauchbar seine Ultraschall-Ohrstöpsel. Moment. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen das ungekämmte Haar seines bösen Spiegelbilds. Boah. Kann ich jeden Morgen nachstellen übrigens. In diesem Bild trocknet Captain Unbrauchbar mit seinem Feueratem die Haare von Nützlich Boy. Gespielt von Bruce Willis. So, nicht zu vergessen. Mist. Mist. Oh. dann hier auf den Spiegel. Zwei doofe Eigenen. Haberschluck? Haberschluck. Nein, meine Sachen bleiben. Hm. Ja, viel können wir hier gerade nicht machen. Nass schreibt er nicht mehr. Können wir vielleicht Harvey von seinen Sünden reinwaschen? Willst du baden, Harvey? Igitt, nein. Geht. Okay, willst du vielleicht mit der Seife spielen? Soll ich dich waschen, Harvey? Ja, und danach binde mir bitte ein Schleifchen um und stell mich in den Schrank. Guck mal, Harvey, Reflexion. Das ist doch mein böser Zwilling aus der Paralleldimension. Ich glaube, er hat uns noch nicht gesehen. Lass uns ihm eine Falle stellen. Der mit den roten Augen. Was hältst du davon, Harvey? Was? Die Handtücher sind nicht aus Kaschmir? Daran putze ich mir meinen Hintern bestimmt nicht ab. Deinen flauschigen kleinen Stoffhintern, was soll da rauskommen? Plastikkügelchen? So, weiter geht's. Ich habe keine Ahnung, wohin. Wir müssen hier... Oh Gott, wir haben ja zu viel zu erforschen. Ich habe schon ein bisschen Angst, hier durch die Türen zu gehen. Nee, pass auf, jetzt können wir im Klo... Das hätte ich vielleicht gerade noch machen können. Ganz kurz, warte... Wenn ich aufs Klo gehe, dann immer nur mit meinem Kumpel Poki, ne? Sag doch mal. Ich glaube, ich habe alle Screens so gezeichnet, dass wenn man halt nicht genau hinguckt, sie einigermaßen korrekt aussehen. Wenn man aber ganz genau hinguckt und hier zum Beispiel das Bodenmuster, dann sieht man halt irgendwie, wie viel Einfallslosigkeit da reingeflossen ist. Akribisch habe ich diese Linien alle per Hand gezogen. Das muss irgendwann passiert sein. Ich habe übrigens damals noch nicht mit Zeichentablett gearbeitet, sondern mit Fineliner und ich habe keine Ahnung, wie ich diese Linien gemacht habe. Habe ich die nochmal extra eingescannt? Ich habe halt die Hintergründe auf Papier gezeichnet mit Bleistift und ich glaube, die muss ich extra eingescannt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die mit der Maus gezogen habe. Ich glaube, die sind im zweiten Scan mitgekommen. Ja. Habe ich die Farbe von dieser zweiten Farbe nochmal mitmarkiert und reinkopiert und halt irgendwie die Farbe verändert. Bescheuert. Ja, echt mal, weißt du? Ich wollte nichts sagen, aber jetzt, wo du es halt ansprichst, ist schon so. Sieht vor allen Dingen so ein bisschen aus wie Yps hier, ne? Kennt ihr diesen Yps, der auch mal so kariert rumläuft, immer so ein Karo-Muster hat am ganzen Körper? Ja, so daran erinnert mich das.
Ja, Entschuldigung, dass ich mal Ende. Und was haben wir denn hier? Eine Tür. Es ist alles so lange her, dass ich mich auch überhaupt nicht mehr daran erinnere, was ich da geschrieben habe. Ich freue mich ein bisschen drüber. Auch wenn ich damals noch sehr brav unterwegs war, so mit den Reactions. Aber ich musste auch sehr, sehr viel mehr Reactions schreiben, insofern. Und hab da auch erst geübt. Ich bin, glaube ich, auch erst so ein bisschen in den Flow gekommen. Genau, es ist halt nicht alles lustig. Aber schöne kleine Ideechen da drin, sage ich mal. Speicher diesmal nicht. Ich gehe ganz mutig hindurch. Irgendwas wird passieren. Eine Küche. Ein Dartbrett mit Dr. Marcel drauf. Das gefällt mir gut. In der Mitte klebt ein Foto von Dr. Marcel. Kriegen wir hier auch einen Dart-Pfeil? Was ist das? Ach, ein Türstopper wahrscheinlich. Kaugummis! Oh, guck mal, Harvey. Kaugummis! Können wir die nehmen? Yippie. Klonk. Da kommt ja wirklich was raus. Nimm mit. Oh, die Kaugummi-Kau-Animation. Alt und ungenießbar. Oh. Bunk. Nimm mal trotzdem mit. Oh, komm. Nimmst du mit, komm. Yippie. Da kommt ja wirklich was raus. Aber mitnehmen, nicht kauen, ne? Also musst du mitnehmen. Alt und ungenießbar. Sie spuckt da hinten übrigens gegen das Fenster. Kann man das aufmachen? Fenster. Hallo, so, Sheep dann wollen wir noch mal. Ich habe keine Ahnung, was es bringt. Probieren wir noch mal aus. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus. Alt und ungenießbar. Ob da was passiert ist, keine Ahnung. Glipschi Waldmeister 2-Phasen-Powergel. Das gute Glipschi. Gut, dass er nicht Flutschi gesagt hat. So, nehmen wir mal mit. Glipschig. SpongeBob. Hallo Seife. Es gibt direktere Wege, um mir zu sagen, dass ich nur Dreck laber. Ach, Edna, ich wollte es doch jetzt ein bisschen höflich formulieren. Musst nicht wieder voll auf die 12 bringen. Und wasch dir mal deinen Hasen. Soll ich dich waschen, Harvey? Ja. Ach, okay, das kennen wir schon. Da, eine Kaffeemaschine. Kaffee, Kaffee, göttlicher Trank. Ohne dich wäre ich stets krank. Das stand auf meiner auf einer Kaffeetasse, die ich hatte. Roberto. Keine Filter. Und was noch wichtiger ist, kein Kaffee. Schrank. Was haben wir denn? Marmeladen, Cornflakes, Müsli, kein Kaffee. Wie kein Kaffee? Ich brauche Kaffee. So, wir nehmen einfach mal alles mit hier. Nein, danke. Das ist mir zu gesund. Ah, verstehe ich. Müsli muss ich auch nicht haben. Was ist denn das hier? Marmeladen. So wie es aussieht, sind sie am Schrank festgetrocknet. Noch mehr Marmeladen. Igitt, eingetrockneter Rhabarber-Kompott steht da gerade. Da fehlt ein Sprachfall. So, können wir mit der reden? Rhabarber, 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 Rhabarber. Barbara, 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 Streisand. Reden mit dem Müsli. Hallo Müsli. Hallo. Ein ganzes Alphabet von Vitaminen. Hallo Radar. Insane Thump. Kommt mit seiner kleinen Küchenparty hier vorbei. Thorsten ist dabei. Hallo. Mein Name ist Poki Pokinson. Ich habe Spiele gemacht, jetzt mache ich Musik und von Zeit zu Zeit streame ich. Und wenn ich streame, dann begebe ich mich wie jetzt auf einen nostalgischen Trip in das Echelon meiner Vergangenheit. Und es ist in diesem Falle ein altes Let's Play von meinem lieben Bartbruder, dem Herrn Gronkinski Rangelowski, der dieses kleine Kunstwerk hier gemacht hat, mit stumpfen Zähnen aus einem Bierdeckel gebissenes Spiel,
genau, durchzuspielen und ausgiebig zu kommentieren. Und das machen wir hier, wenn wir nichts anderes machen. Es heißt sozusagen: Für alle, die nicht wissen, was passiert, Poki reagiert. Also, herzlich willkommen. Setzt euch, nehmt euch einen Keks. Wir sind die ganze Woche für Sie da. Ah, danke, Insane Thump. Ja. Mitchi ist auch mitgekommen. Jo. Dann, mit eurer Erlaubnis mache ich weiter. Wir sind noch gar nicht so weit vorangekommen. Am Anfang vom Stream mache ich immer noch mal gerne ein bisschen Quatsch. Das so auch diesmal. Sein richtiger Name sei Gregor Onk. Ja. Xudi, daran erinnere ich mich auch. Und in Wirklichkeit stimmt das auch. Das andere ist die Geschichte mit Range, das ist nur so ein Künstlername. Wer heißt schon Range? So, Schrank wieder zu. Ordnung muss sein. Was haben wir da jetzt mitgenommen eigentlich? Cornflakes. Schokobröckchen. Hergestellt aus Industrieschaum und Zucker. Hier steht, es gibt eine Überraschung im Inneren der Packung. Die Überraschung ist, dass gar nichts drin ist. So, können wir die öffnen? Dieses Geräusch. Hey, da war eine Überraschung drin. Es ist ein waschechter Polizeiausweis mit verschluckbaren Kleinteilen. Hui! Cool. Ich wette, nur die besonders taffen Cops bekommen verschluckbare Kleinteile. Moment, ich bin mal ganz kurz niesen. Sekunde. So. Ich hoffe, ich habe jetzt hier wieder richtig ausgepegelt. Entschuldigung, das musste einfach mal sein. Manchmal hat man diese genussvoll. Ich habe übrigens eben eben kurz Kaffee gekocht, als ich meine Pipi-Pause hatte. Da dachte ich, hier diese Bootshaus-Aufnahme von Nadel und Faden, die ist ja 7 Minuten lang. Da habe ich auch noch Zeit, um mir schnell eine Maschine anzuschmeißen. Das habe ich auch gemacht, aber ist natürlich nicht durchgelaufen innerhalb dieser 7 Minuten. Ist mir auch relativ spät eingefallen. Meine Blase ist ja auch groß. Und ich musste auch noch frische Luft schnappen. Und deswegen hole ich jetzt den Kaffee kurz. Ich schalte hier auch gar keinen Pausenbildschirm an, weil das geht im 0,nothing. Da habe ich den Kaffee hier am Platz. Und ihr müsst in der Zeit im Chat so tun, als wäre ich die ganze Zeit über da. Und ganz, ganz viel schreiben, damit Leute, die jetzt neu dazukommen, sich nicht wundern, dass ich nicht da bin. Okay, könnt ihr das machen einmal? Ganz viel tippen, irgendwelchen Quatsch. Ihr könnt ja auch die ganze Zeit über, aha, schreiben. Genau, schreibt einfach die ganze Zeit, aha. Das wäre sehr nett. So, dankeschön, dass ihr hier so getan habt, als wäre ich noch da. Mein lieber Herr Buchen, sollte ich doch kognitiv anregende Beiträge für dich gar quicken? Ja, sehr gerne. Party, ho.
Sehr schön. Ach, Siffi ist auch da. Hallo. Was wollte ich sagen? Das neue Album kommt dieses Jahr. Es gibt leider dieses Jahr kein neues Album. Dafür gibt es insgesamt 6 Singles, die wir releasen. Das ist ja auch schon fast ein ganzes Album. Aber die passen nicht zusammen. Deswegen schnüren wir da am Ende des Tages kein Album draus, weil wir halt zwei Live-Versionen veröffentlicht haben. Und jetzt kommen Studio-Projekte. Genau. Auch unterschiedlicher Natur. Also das ist wirklich nichts, was halt irgendwie man auf ein einziges Album drauf tut und sagt so, ja, das ist jetzt eine runde Sache. Sondern es ist halt eher so Band-Jubiläumsmäßig sind es halt unterschiedliche Ausflüge in unterschiedliche Richtungen. So, das könnte der Albumtitel sein. Wenn die Frage war aber wahrscheinlich sowieso nicht ernst gemeint. Ist interessant so, ne? Ich bin nicht da und da stellt ihr die guten Fragen. So. Vollen, genießvollen Momente. Das hier unten kriegt man nicht auf? Nee. Seife, Wasser, Kaffeemaschine, Dartbrett. Können wir das nehmen? Das ist an der Wand befestigt. Mach ja. Nichts. Ohne Darts ist es ohnehin nutzlos. Ja, aber da ist Dr. Marcel. Ich wollte auch ein Foto von Dr. Marcel. So als Liebesgeständnis und so. Bullseye. Yeah. Also schlecht, so, ich hab sogar das Stuhlbein da reingezeichnet. Automat haben wir schon was rausgespuckt aus dem Fenster. Keine Ahnung, was es bringt. Wasserhahn? Ist dir schon mal aufgefallen, dass Wasserhähne etwas Fallisches haben? Edna! Jetzt, wo mir das aufgefallen ist, werde ich wohl verdursten müssen. Naja, also wenn das hier... Das, ich weiß ja nicht, bei wem, also so abgebogen ist das und dann ist ja auch nicht das, ja, nun gut, außerdem klemmst du ja nicht direkt mit dem Kopf drunter, glaube ich. Huch. Hallo, Grollenhafen. Lecker. Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Ja, das hat man bei diesen, eher bei diesen Brause-Dingern. So, aber, was wollte ich sagen? Hier, Grollenhafen, die hatte ich doch schon vorhin schon Hallo gesagt, vor 17 Minuten mittlerweile. Da hast du gefollowed und jetzt hast du ja 17 Minuten Zeit gelassen, um mir diese Grußbotschaft zu tippen. Da sind viel Gedanken reingeflossen. Ich freue mich, dass du da bist. So, das wollte ich eigentlich nur sagen. Einen traumhaften Samstag. Ja, euch allen. Bei dem Wetter, echt, gibt es eigentlich so eine Maßeinheit für gute Laune? Weil, also, bei mir sind wir sofort auf einem anderen Bereich der Skala. Sobald es halt warm ist und die Sonne scheint und so. Da mache ich so echt wie so einen Blendensprung, so einen logarithmischen Sprung innerhalb der Gute-Laune-Skala. So, können wir da noch, die Cornflakes können wir nur benutzen, wie es aussieht. Können wir mit denen nicht reden, ein schönes Gespräch führen? Crunch, munch, crunch, crunch? Crunch, munchel die Crunch. Mensch, Crunch, Wunsch, Punsch. Oh, der Wunschpunsch, das war so ein Buch, ne? Ich erinnere mich, der Wunschpunsch. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Ach, das waren Zeiten. Mit den Hexen und dem Kessel und. Nee, irgendwas zumindest mit dem Kessel. Ist auch egal. So, ansehen. Ich gehöre jetzt zum Sonderkommando eines gewissen Kommissar Kellogg. Kommissar Kellogg? Ist das nicht der mit der hässlichen Kröte? Benutzen mit Harvey. Bei dem drücke ich ein Auge zu. Hoffentlich wörtlich. Fußnägel kauen ist nicht illegal. Aber für deine Fußnägel bräuchte man einen Waffenschein. Ein schöneres Kompliment kann man einer Frau kaum machen. Habt ihr gehört? Also, ne, wenn ihr Frauen kennt und so, wisst ihr Bescheid, wie ihr ihr Herz erobern könnt. Klappt ja sonst immer nicht so mit dem Muskelspiel. Und so. Extra den PC starten, um Hallo zu sagen. Milch und Zucker. Na, das hat sich gelohnt. Das ist einfach so ein Hero, der Captain Unbrauchbar. Captain Unbrauchbar hat keine Polizeimarke.
Er arbeitet auf 400-Euro-Basis für Greenpeace. Wahrscheinlich in der ABM oder so. Was können wir noch machen, Harvey? Müsli? Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so an, als sei mein Bauch voll mit Watte. Das ist ja komisch. Vielleicht können wir den da aufschlitzen und rausräumen und dann machen wir Backsteine rein und werfen dich in den Brunnen. Rumpel die Pumpel. So? Besser als Cornflakes? Cornflakes am Stiel. Wow! Dafür bekommst du sicher den goldenen Kochlöffel am Bande. Und vor allen Dingen... Oh nein, der Cornflake ist zerbröselt. Genau wie deine Karriere als Profikoch. Ach, so viel Elend. Wenn das, wie hieß der Typ nochmal? Ich habe damals vorbereitet, habe ich jetzt wieder vergessen, wie der hieß. Naja, egal. So, wenn der das wüsste. Mein Poloschläger isst keine Cornflakes. Eigentlich ist er kaum etwas. Dingens Pütz, wie hieß der denn? Ja, ich macht glaub, mir auch ein bisschen Sorgen, der Poloschläger. Der sieht auch schon so unterernährt aus, hat so einen riesen Kopf, aber so einen dürren Hals einfach. Ja, da ist tatsächlich ein Rätselspiel auf der Rückseite. Aber meinetwegen kann Bobo Bär ruhig im Labyrinth versauern. Ach, lass ihn krepieren. So, hier nochmal. Hey, Sie da! Kombinieren Sie nicht wahllos unbescholtene Inventargegenstände. Das kommt alles in den Polizeibericht. Nein! Ich bin es nicht gewesen, Frau Salisch. Sie wollte, dass ich es tue. Dartbrett, Kaffeemaschine, Wasserhahn, Seife, Schranktür, Seife. Können wir vielleicht... Lecker. Können wir also nicht die Cornflakes einseifen? Na gut, dann gehen wir hier erstmal wieder raus. Schauen wir uns erstmal ein bisschen weiter um. Ich weiß, der Poki hat noch ganz viel zu erzählen. Hier zum Beispiel. Ich mag dieses Knarzen der Bodendielen, die Finn in seinen Soundtrack eingebaut hat. Sowieso die Gitarrenmusik zu diesen eher ruhigen Screens, die keine andere Aufgabe haben, außer halt neue Türen zu öffnen, sodass der Spieler möglichst schnell verfordert ist mit den ganzen Möglichkeiten, wo er zuerst halt irgendwie ansetzen kann, um eine Lösung für sein augenblickliches Problem, was es auch immer ist, unterstreicht irgendwie, glaube ich, ganz gut die Stimmung, die ich insgesamt in dem Spiel haben wollte. Aber hier gibt es ja doch zwei Hotspots, eine Pflanze und ein Fenster. Sie haben nichts mit dem Spiel zu tun. Sie sind einfach nur da. Einfach nur da. So wie wir alle. Einfach nur da. Und im Grunde genommen spielen wir alle keine Rolle im Adventure des Lebens, des Universums. Bla, bla, bla. Einfach nur da. So, Fenster. Ah, die Freiheit. Kann ich dem Harvey die Freiheit unter die Nase reiben? Guck mal, Harvey. Die Freiheit. Yippie! Wir sind nur Zentimeter davon entfernt. Das wird schon noch. Wieso kommt hier eigentlich niemand vorbei? Huch. Moment, Moment, hier. In diesem Bild wischt ein Obdachloser die Scheibe vom Honkmobil. Vorsicht, Captain Unbrauchbar! Wenn er den Smiley malt, bevor er grün ist, musst du ihm Kleingeld geben. Ach schön, das Honkmobil ist auch so schön. In diesem Bild gießt nützlich Boy... Okay, das kennen wir schon, das Bild haben wir schon gesehen. Pflanze festnehmen. Ist diese Pflanze Teil von Dr. Marcells illegaler Drogenplantage? Aha. Inspektor Konrad ermittelt. Mhm. Leider nein. Ach, schade. Leider ich hab mich so drauf gefreut, dass wir hier jetzt ein bisschen Frieden einbringen können ins Spiel. Oh, wir haben die Pflanze gerade kaputt gemacht. Erfolgreich. Lass uns die Pflanze umklopfen. Es heißt umtopfen, Harvey. Ich weiß, was ich gesagt habe. Ach süß. Kann man die Pflanze vielleicht ein lustiges Gesicht draufmalen? Pflanzen mögen es, wenn man die mit Edding beschmiert. Ach, leider nur der Blumentopf. Können wir vielleicht doch ein bisschen hier... Nee, ich dachte, wir können auch ein bisschen weiter perforieren. Können wir vielleicht so? Nee, geht nicht. Na gut. Polizeimarke. Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Da draußen gibt es keine Polizei, weil alles erlaubt ist. Den Hasen hätte ich auch gerne mal. Ach nee, das mache ich jetzt mal nicht. Der Poloschläger ist geleimt, nicht geschraubt. Ich wollte ihn gar nicht auseinanderschrauben. Ich wollte mit dem Poloschläger eigentlich... Mist. Ja, eigentlich wollte ich das Fenster einreißen, aber leider
Naja, auf dem Klo können wir momentan scheinbar auch erstmal nichts machen. Vielleicht doch, ich weiß es nicht genau. Das mit dem Erzähl mir von der Freiheit, Harvey, war übrigens eine Strecke mit dem Fenster, die Erik jetzt hier aber nicht ausgelöst hat, nicht wirklich. Ja, weil er noch so wenig Inventargegenstände hat. Aber bei vielen von den insgesamt 60, 68, ich wusste das mal auswendig, wie viele Inventargegenstände man im in dem Anstaltskapitel im Inventar haben kann. Genau, bei den meisten davon gibt es ein Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Nur eben bei sowas wie Poloschläger nicht und Fußnagel wohl auch nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hier zum Wächter wollen wir nicht, da ist zwar eine Tür. Ich speichere gerade mal, da probieren wir es trotzdem. So, speichern. Geh zur Tür. Oh oh, da sitzt ja einer. Bist du das, Neuer? Ja, ich bin der Neue. Wer sonst? Um ehrlich zu sein, bin ich an einen Laufen höre. Ich bin niemand, ignoriere mich einfach. Schon mal was von Thor, Gott des Donners, gehört? Ich bin schon weg. Ich bin der Neue. Wer sonst? Ja, wer sonst? Hör mal, stör mich nicht, okay? So, Siffi! Du bist jetzt offizieller Patron. Das, weißt du, was du da bist? Du bist wahrscheinlich unser Patreon Nummer 100. Das finde ich, vollkommen... Warte mal, da muss ich ja gleich mal nachgucken. Vor lauter Aufregung. Also erstmal danke fürs Patronieren. In der Tat. Ich glaube. Das hat er hat dich noch nicht gezählt hier in der Statistik, aber da wir bis heute 99 Mitglieder waren, bist du, lieber Siffi, du bist unser 100. Patron. Tja, das finde ich absolut gerechtfertigt. Das finde ich, es hat eine sowas wie eine gewisse Poesie. Der 100. Schlumpf. Einer von uns, Teil des Schiffs, Teil der Crew. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Ja, da gleich mal rauf auf den Discord, ne? Ich hoffe, du bist Discord, ein Discorder. Ja, super. Habe ich irgendeinen Jubiläumssong? Irgendwas zum 100. Habe ich nicht. Ich muss was improvisieren. Nee, das ist scheiße. Mir fällt nichts ein. Jubiläum. Es ist so,
Das ist eine gute Stunde. Sie sind der hundertste Kunde. Zubro in aller Munde. Die Hunde Robert. Wir möchten Ihnen gratulieren zu Ihrem Abonnement. Pardon. Nee, ich weiß nicht. Mir fällt nichts ein. La 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 la. Nee, da muss ich ja variieren. La 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 la. Ja, so kann man mich beim Songschreiben beobachten. Ich mach so lange Mist, bis mir irgendwas gefällt. La 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 la. So müsste es gehen. Ich arbeite noch dran. Beim 200. Kunden habe ich dann einen vernünftigen Song. Aber eigentlich, so war es gar nicht schlecht. So, ich brauche mehr Kaffee, bevor wir weitermachen. Wir gehen aber schon mal ins Spiel, damit die anderen, ihr wisst, was zu tun ist. Ihr müsst so tun, als wäre ich noch da. Bei der Umrundung des Mikrofons eben habe ich so richtig alte Männergeräusche gemacht. Und das habt ihr nicht gehört, weil das Mikrofon ausgeschaltet war. Ihr habt richtig was verpasst. Das war richtig episch. So. Vaccarana ist sehr gut. Kann man so etwas nur tun? Das tut mir leid.
Ja, ich hoffe, er verzeiht mir. So, nachdem ich das jetzt erzählt habe, ist ja unangenehm, können wir vielleicht weitermachen, um die peinliche Pause zu überbrücken. Speichert haben wir? Ich guck mal ganz kurz, was haben wir denn hier für Bilder? Das ist die Zelle? Aber hier, Cherry Tail Pictures mit deinen Teller-Fantasien, da solltest du nochmal vielleicht deinen Therapeuten interviewen zu. Das ist keine Ahnung. Hier ist da und da ist auf jeden Fall hier und da ist sowas und da kann man auch was sehen. Und hier ist vor allen Dingen sehr interessant, weil weiß ich nicht. Polo spielt man zu Pferd, nicht zu Haas. Ja, ja, ich hab mich verklickt. So, hallo. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Er ist offensichtlich ein fauler Sack. Wir können jetzt mit dem Stuhlbein bestimmt den Schlüssel holen. Vielleicht kann ich mit dem kaputten Stuhlbein ja irgendwie... Hey! Finger weg. Hallo? Maus? Ja, wie ist die Maus weg? Hallo? Ja. Hallo? Nein. Ich kann gerade nichts mehr machen. Offensichtlich ist die Maus einfach weg und Erna ist gerade im Blinzelmodus. Erna. Hallo? Und draußen hupt jemand. Oh nein, nee, das ist, wenn ich Spielstand laden will, dann hupt er nur noch. Irgendwie hat er sich hier gerade an dem Dialog festgehangen. Mit dem rechten Mausklick ging es dann doch. Okay, Captain. Möchtest du lieber was lesen? Nerv nicht. Fernsehjunkie. Können wir hier was klauen? Mülleimer. Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Ach ja? Seit wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Ja, nimm mit. Ist doch super. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Die Auswahl ist groß. Ich nehme ein besonders siffiges Exemplar. Ach schön. So, jetzt haben wir einen besonders siffigen Wasserbecher. Ein benutzter Wegwerfwasserbecher. Die nennt man so, weil man sie nur einmal benutzen kann. Warum habe ich den nur aus dem Müll gefischt? Weil er erfolgreich weggeworfen wurde, hat also alles funktioniert beim Becher. Ist also ein erprobtes Exemplar und wir können vielleicht... Leer. Vielleicht müssen wir dem mehr Wasser holen oder vielleicht die Pflanze gießen? Bei der Luftfeuchtigkeit hier drin fühlt sie sich offensichtlich sehr wohl. Bäh. Können wir die auch perforieren? Bing. Ja, schönes Geräusch dazu. Gut rausgesucht von Bade. Polizei, geben Sie sofort den Generalschlüssel raus. Nerv nicht! Okay, das scheint alles nicht zu funktionieren. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Er ist offensichtlich... Okay, das hatten wir schon. Mist. Pock oder bemalen? Von dem will ich kein Autogramm. Du sollst ihm ja auch einen Bart anmalen. Ein Moustache. Vielleicht können wir den ja vergiften oder mit Abführmittel oder irgendwas. Oder vielleicht auch bewusstlos schlagen. Lieber nicht. Noch ignoriert er mich. Okay. Manche sind erleuchtet, andere sind dunkel. Je nachdem, ob das Licht in den Räumen brennt. Wir könnten natürlich auch den Fernseher wieder anmachen, wenn das funktioniert, sodass der dann wieder Fernsehen guckt. Reden kann man mit dem, glaube ich, auch nicht. Wir können aber weiter nach unten gehen. Oder wir können jetzt, können wir mal Poki fragen. Ne, Poki, sag doch mal was. Ja, wenn man alles selbst zeichnet und kein Budget zur Verfügung hat, dann kann man auch eine Reihe von Räumen zeichnen, die überhaupt keinen spielerischen Wert haben. Mhm. Außer, dass sie halt ein paar mehr Ausgänge zur Verfügung stellen. So ein Raum ist dieser hier. Ah. Ich mag ihn. Ich auch. Schön. Dankeschön. So, gehen wir mal zu runter. Und hier sieht's aus wie, weiß ich nicht, das sieht aus wie... Strom? Nee. Hallo? Ich versuche mich gerade zu orientieren, wo das hier ist, anhand von Harveys neue Augen. Die ist verschlossen. Ja, dann benutzt du das Stuhlbein.
Die Rätsel gedacht. Da kann man drauf kommen. Gutes Rätsel, total logisch. Hm, ja, da kommen die Leute drauf. Genau, das habe ich mir gedacht. Oh, du hast Geburtstag. Jo-Namo. Dann herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Jo-Namo. Jo-Namo. Happy Schubididu. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Schade, kein Kratzer. Vielleicht mit dem Fußnagel? Diese Tür hat keine offenliegenden Schrauben und muss auch sonst nicht gefußnagelt werden. Na gut, schade. Dann haben wir hier noch eine andere Tür. Keine Wachen hier, kein gar nichts. Es ist so friedlich einfach. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Stuhlhelm. Das funktioniert anders. Ich weiß nicht wie, aber so funktioniert es nicht. Das ist kein Möbel. Das ist der Dr. Marcelsche Gehirnverflüssiger. Boah, da würde ich den Doktor selbst gerne mal reinstecken. Da bräuchte ich schon Hilfe von jemandem, der sich damit auskennt. Das sollte ich lieber dem Fachmann überlassen. Du kannst doch, den Hebel kannst du mal ziehen, ne? Das sollte ich lieber dem Fachmann überlassen. Na komm, setzen wir uns mal gemütlich hin. Das ist kein Möbel. Ach du Scheiße. Was hältst du davon, Harvey? Das muss der Kapitänsstuhl sein. Na dann, Mr. Harvok, Energie. 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 Cottbus. Nee, weiß ich nicht. Energie. Wir müssen, ob wir hier irgendwie Energie hinkriegen müssen, aber da ist doch der Schalter. Was hältst du davon, Harvey? Der wird. Achso, der würde mir kaum stehen. Na gut. Was hältst du davon, Harvey? Das brauchen wir nicht. Wir haben auch so alles unter Kontrolle. Na, ich weiß ja nicht. Ist das der Geburtstagsstuhl, Mr. Henke, oder was? Hase, ja. Was hältst du davon, Harvey? Hui, ein Hebel. Ob der die Feuerballfalle im zweiten Level deaktiviert? Zieh ihn! In diesem Bild erlangt Captain Unbrauchbar vorübergehend die Fähigkeit, seinen Gegnern kleinere Stromstöße zu verpassen. Im nächsten Bild zieht er die Wollsocken allerdings schon wieder aus. Boah, Alter, das ist ein Pfundskerl einfach. Befreiungsutensilien der ersten Stunde. Irgendwas? Ja, Vitrine kennen wir schon. Nee, das wollte ich gar nicht machen. Was wollte ich denn? Captain Unbrauchbar. In diesem Bild erlangt Captain Unbrauchbar vorübergehend die Fähigkeit, seinen Gegner im nächsten. Okay. Hier vielleicht. Captain Unbrauchbar kann allein Kraft seiner Gedanken den Kontostand kontrollieren. Ach, schau doch nicht so traurig, Captain. Boah, der könnte mal bei mir vorbeikommen. Da kann er auch mal den Kontostand kontrollieren. Ich drücke immer die Mitte vom Hebel und da ist gar kein Hebel mehr. In diesem Bild erlangt Cap seinen Ge- im ne- Okay, ja, sonst kann man hier nicht machen. Tür, Kontrollen, Poki, was sagst du denn dazu? Ja, dieser Screen ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ich jedes Potenzial für unaufwendige Hintergrundanimationen einfach so verschenkt habe. Und mich störrisch geweigert habe, auch nur das Geringste im Hintergrund zu animieren. Das wäre sehr einfach gewesen. Außerdem sehr bemerkenswert an dem Screen ist, es wurde sich ja über das Spiel und über seine mangelnde Jugendfähigkeit ja häufiger echauffiert. Aber niemand hat halt irgendwie die Stelle in dem Spiel kommentiert, an der Edna quasi sich mit Hilfe von dem Alumann hier. Nicht spoilern, Poki! Oh nein! Aber sie macht das ja auch gerne. Ist ja für einen guten Zweck. Also geht das wohl klar. Spoiler, Poki. Der Poki hier einfach um die Wette, das gibt's doch gar nicht. Das gibt eine Stunde mit Lotti, ne? Auf dem Rücksitz, weißt du.
Im Autokino, im Knutschfilm. Oh Mann, so, was für ein Elend. Ich kann nicht hingucken. So. Da kommen wir nicht rein. Hier können wir gerade nichts machen. Noch weiter nach unten. Ist es Bernd, der Businessmann? Juppie. Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Hat wahrscheinlich gerade keinen Anschluss unter dieser Nummer. Hallo? Er reagiert. Mit Harvey also. Juppie wurde natürlich von unserem Klaas gesprochen. Sage ich, Cyclops, der X-Men aus Funk und Fernsehen, von unserem ersten Klaas, wir hatten mehrere Klaases, vor allen Dingen zwei in der PR, die waren auch beide bei DTP in dem halben Jahr, als ich bei DTP war, also gehörten zu Carstens alter Crew, Klaas und Klaas. Nicht zu verwechseln mit Klaus und Klaus, aber schon auch so ein bisschen so. Also es gab den großen Klaas und den kleinen Klaas, wie bei Klaus und Klaus. Juppie wurde gesprochen von dem kleinen Klaas. Nach wie vor, genau. Da möchte ich mich fast entschuldigen bei allen anderen PR-Leuten, die später zu Dedelic kamen, aber unser erster PR-Mann bei Dedelic war immer noch mein Lieblings-PR-Mann. Das war der Klaas. Da war Dedelic noch Dedelic hier. Da war Dedelic noch Dedelic. Genau. Bimmelimmelim, Bimmelimmelim. Hier kommt der Eiermann. Poki liest Gegenwartslyrik. Warte mal. Gegenwartslyrik. Quatsch. Ich muss jetzt einmal kurz. Ich mach hier einmal kurz eine Lesestunde. Ich wünschte, ich hätte meine Lesebrille dabei. Das wäre schön. Klingelingeling, klingelingeling. Hier kommt der Eiermann. Klingeling. Kommen Sie alle an die Eier ran. Bei Jung und Alt und in der Stadt und auf dem Land sind wir als Eiermann und Eiermann bekannt. Klingelingeling, klingelingeling. Hier kommt der Eiermann. Klingelingeling, kommen Sie alle an die Eier ran. Das sind die allerdicksten Dotter, die man jemals sah. Unsere Eier, die sind Güteklasse A. Unsere Eier, die sind Güteklasse A. Jeden Morgen um 4:30, manchmal auch noch früher, stehen wir auf unserem Hof und wecken unsere Hühner. Wir locken sie mit Put, 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 sodass sie uns vertrauen. Dann picken sie die Körner und wir können die Eier klauen. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Klingelingeling, kommen sie alle an die Eier ran. Bei Jung und Alt und in der Stadt und auf dem Land sind wir als Eiermann und Eiermann bekannt. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Klingelingeling, klingelingeling, kommen sie alle an die Eier ran. Das sind die allerdicksten Dotter, die man jemals sah. Unsere Eier, die sind Güteklasse A. Unsere Eier, die sind Güteklasse A. Unser Ei kommt garantiert vom frohen Federvieh. Nicht so schlappe Kugeln aus der Legebatterie. Auf unserem Hof können Hühner noch frei picken und frei kratzen. Wir wünschen guten Appetit, sie können richtig schmatzen. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Klingelingeling, kommen Sie alle an die Eier ran.
Bei Jung und Alt und in der Stadt und auf dem Land sind wir als Eiermann und Eiermann bekannt. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Klingelingeling, kommen sie alle an die Eier ran. Das sind die allerdicksten Otter, die man jemals sah. Unsere Eier, die sind Güteklasse A. Unsere Eier, die sind Güteklasse A. So, das war wichtig, das zu verlesen. Schön zu hören, Real Lucario Kid. Falls du dich wunderst, was wir hier gerade machen, ich wundere mich auch immer. Als kleines Kind habe ich das Lied geliebt. Hallo Andi. Oh, Andi ist da. Hallo. Du bist gerade rechtzeitig gekommen, um die Verlesung von diesem kleinen Stückchen was ist es denn? Diesem kleinen poetischen Meisterwerk mitzubekommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist genau. Ein Klassiker aus der Lyrik. So. Kulturelles Kleinod. Dankeschön. Das wollte ich eigentlich sagen. So, und jetzt können wir aber weitermachen mit dem Reagieren. Der Andi, da muss ich mal sagen, der ist ein ganz schön neugieriger. Der hat mir gestern Nacht, mitten in der Nacht, als ich an meinem geheimen Geheimprojekt gearbeitet habe, hat er mir doch wirklich ewig lange versucht, mir irgendwas aus der Nase zu ziehen, dass ich irgendwas ihm verrate, woran ich da sitze. Stundenlang gefühlt. Hat noch Licht brennen sehen auf dem Discord. Und da dachte er, oh, der Poki ist noch fleißig in seiner Werkstatt, da gucke ich doch mal durchs Fenster. Habe ich ganz schnell alles abgedeckt und dann, also, aha, was machst du da, was ist das? Was ist das? So, Andi, hier ist nichts. Ich wollte gerade nochmal durchfeudeln hier, trocken. Nochmal trocken durchfeudeln. Nachdem er Star Citizen gespielt hat, schätze ich mal, oder? Also es war schon ziemlich spät. Meine Nacht war gestern ziemlich lang. Ich habe noch bis kurz vor 4 dran gesessen. Ich habe alles gesehen. Alles. Bimmelimmelim, bimmelimmelim. Neugierigen ist das. Aber ich weiß ja, dass Andi ist, ich hätte ihm ja auch gerne alles erzählt, aber der Andi, der tratscht das nur rum. Die alte Tratschbase. So ist es nämlich doch. Da muss man echt vorsichtig sein, was man erzählt. Ruckzuck hängt es an der großen Glocke. So. Aber schön, dass du da bist. Ich freue mich. Auch nicht. Hallo? Hallo? Na gut, kommen wir hier durchs Schloss? Da fehlt ein Schlüssel. Ja, okay, kommen wir da vielleicht. Eigentlich hätte ich fragen wollen, ob wir zusammen machen. Aber du hast halt ertappt reagiert. Du weißt ja gar nicht, was ich mache. Es kann alles sein. Von musikalische Kooperation mit Klaus und Klaus bis hin zu keine Ahnung, Musikvideo in Zero Gravity bis hin zu wir bauen den Baumann Bergmann Pokinson Gedächtnisfreizeitpark in Bottrop.
Ach so, ich wollte, dass ich bei dir. Ja, das stimmt allerdings. Ich hätte es auch sehr gerne gemacht, aber ich bin halt jetzt gerade so eingespannt. Ich würd ja wirklich gerne bei dir mitmachen, mithelfen, nach Kräften. Ich kann ja nicht viel, aber was ich kann, würde ich beisteuern, wenn die Zeit da wäre. Aber genau, bin halt immer so in eigenen. Ich wollte Düt Alec gründen. Und ich wollte, genau, Alive and Kicking Alec gründen. So. So. Ach, Siffi, ist ja schön. Du bist da. Aber ich glaube, du musst dich gar nicht groß vorstellen. Die meisten werden wissen, wer du bist. Okay, lass uns mal weiterspielen. Bevor wir hier zu intime Einzelgespräche verfallen. Weiter merken, genau. Erstmal Mund voll. Nicht wissen, was passiert. Poki reagiert. Ja, lecker. Nicht durchs Schloss. Mist. Ich bin zu ungeschickt dafür. Ich fürchte, ohne Schlüssel komme ich hier nicht weiter. Mann, also Rufus hätte ja gar keine Probleme, ne? Wollte ich nur mal sagen. Können wir vielleicht... Da wirklich erst erste Punja gespielt. Wenn ich doch noch nicht glauben. Fußnägel hätte. Aber ich Idiot knapper sie mir ja ständig wieder ab. Ja, aber echt mal. Aber es sind halt gesunde Nährstoffe drin. Okay, hier kommen wir nicht raus. Ich glaube, ist das die Tür? Ich weiß es nicht. Das sieht so nach Freiheit aus. Das ist nicht die Freiheit. Das ist nicht Berlin. Wo sind denn hier überhaupt die ganzen Leute? Der ganze Platz ist ja desertiert. Ich erkenne darin ein kleines Mädchen im Bauch eines Walfisches. King's Quest 4, würde ich sagen. Diese Stühle verursachen Wirbelsäulenschäden. Ja, oder die Bibel, je nachdem. Und weil sie sich so schlecht verkaufen, werden sie in Arztpraxen und öffentlichen Einrichtungen aufgestellt. Walfischgeschichte zuerst hatte. Ja, und somit kriegen die Herren Doktoren nämlich immer wieder Patienten, indem sie einfach scheiß Stühle aufstellen oder in ihren Wartezimmern Grippeviren durch die Klimaanlage schleusen. In Lila hätte ich sie mitgenommen, aber so? Nee. Na, schade. So, Sitzgruppe ist leider nichts für Edna. Kann man da vielleicht nochmal so, hier so? Was hältst du davon, Harvey? Ich sehe den Kopf von Dr. Marcel auf einem Schaschlikspieß. Und ich sehe ein gut aussehendes Bugs Bunny-Double mit Hunger auf Schaschlik. Der Künstler hatte offenbar eine kranke Fantasie. Ach so, der Künstler, natürlich, natürlich der Künstler. Was hältst du davon, Harvey? Ui, eine Herde Galapagos-Schildkröten. Woran erkennt man Galapagos-Schildkröten? Sie laufen nicht weg, wenn man wild mit den Armen rudert. Ich meine, sie laufen nicht weg, wenn man eine Standard-Greifbewegung ausführt. Na, das will ich sehen. Hui, Galapagos-Schildkröten. Ach, süß. Pflanze haben wir da auch wieder. Sitzgruppe Bild. Pflanze kann man natürlich perforieren. Hallo Mary, schön, dass du da bist. Was wir auch machen können, ist einfach mal... So, und natürlich auch... Wozu? Es würde niemandem auffallen. Na gut, hast du recht. Können wir das Bild vielleicht zerschleißen? Das hat mich immer an moderner Kunst gestört. Sie ist nicht angreifbar. So. Können wir vielleicht die Künstler verhaften? Wagen 17 an Zentrale. Die Kunst ist auf freiem Fuß. Sie ist bewaffnet. Und sie ist gefährlich. Nehmen Sie Verfolgung auf. Over. Erregung öffentlichen Ärgernisses. Können wir auch die Sitzgruppe verhaften? Der sitzt bereits lebenslänglich. Oh, diese Schmerzen. Oh. Hallo, Pflanze? Hallo. Können wir die mitnehmen? Nee, ne? Ich bin ein Flüchtling, kein Innenausstatter. Ich glaube, beim Game Design hatten sie ein Abo auf diese Pflanzen. Die gab es wahrscheinlich gerade im Schlussverkauf vom Ikea, deswegen gibt's hier so viele davon. Wachse, meine Kleine, wachse! Bald schon wirst du dieses Haus und alles, was sich darin befindet, überwuchern!
Ich frage mich, ob eine von den Pflanzen Chucky heißt. Ich bin ein Flücht... Ja, 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 meine Güte. Pflanzen sind insgesamt doch recht nutzlos. Ja, sind aufhübschend und spenden frische Luft. Was hältst du von dieser Pflanze, Harvey? Sie reimt sich auf Stanze. Mehr weiß ich auch nicht über sie. Konstanze, Inopel. In diesem Bild gießt nicht... Ja. Nochmal ganz schnell die Sitzgruppe abfrühstücken hier. In diesem Bild versucht sich der Captain... Auch das kennen wir bereits. Auf diesem Bild schneidet Captain Unbrauchbar das Ohr von Nützlichboy ab. Und wer erkennt die Anspielung? Na, wer weiß es? Na los, sagt's doch mal in den Kommentaren. Wer hat die Anspielung erkannt? Gehe zur Tür. Kantine. Senf, Ketchup, wo ist Mayo? Ich will Mayo. Jetzt geht das Spiel Mario jetzt richtig Pain. Los. Edna ohne Ketchup und Senf. Man braucht Ketchup und Senf gar nicht wirklich, oder? Doch, naja. Keine Essensausgabe. Irgendwie sieht hier alles sehr tot aus übrigens. Senf, E005, E007, Benzolsäure, Kerosin. Warnung, leicht entflammbar. Senf nur für die Viehzucht oder für die Bundeswehr. Ketchup, E001, Cadmium, Tomatenersatzstoffe aus Uranrückständen. Das mit den, Senf nur für die Viehzucht oder für die Bundeswehr, das steht tatsächlich auf Bundeswehr-Kartoffelsäcken drauf. Wusstet ihr das? Habe ich das irgendwann schon mal irgendwo erzählt? auf so Bundeswehr-Kartoffelsäcken, die in Bundeswehrkantinen. Kartoffeln nur für die Viehzucht und für die Bundeswehr. Steht da drauf. Ich habe es nicht geglaubt, als ich das gehört habe. Nein, ich habe es tatsächlich gesehen, mit eigenen Augen. Ja. Ketchup für Kinder unzugänglich aufbewahren. Ketchup ist kein Lebensmittel und nicht zum Verzehr geeignet. Nur das Beste für die Patienten. Jetzt kriege ich ein bisschen Hunger auf Ketchup mit Senf. So, wir kommen von da. Alter, ich brauche hier einen Plan für die Anstalt, wenn es weiter so geht. So, hier ist die Küche. Speiseplan. Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Ist ja interessant. Huch. Ja, das ist ein Exit. Heute ist Wünsch dir was und hier ja, aber noch ja, ist... Ja, ja, okay. Wir können da also noch nichts machen, glaube ich. Oder können wir den benutzen? Nee, können wir nicht. Ein Töpfchen. Der kommt mit. Ein Töpfchen. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Ach, Quatsch. Ich frage mich ja sowieso immer. Guck mal, was die Edna dabei hat. Ne? Ein Riesentopf, hier Cornflakes, Polizeimarke, ein Poloschläger. Und ganz ehrlich, ich will nicht wissen, wo Edna das hinsteckt, weil das Ding ist ja doch keine einzige Tasche hier. Das Einzige, was mir da einfiele, ist nicht jugendfrei. Was? So, den Topf lassen wir lieber hier. Ich kann damit nicht reden. Es ist keine mundgerechte Portion. Na gut, den Deckel drauf vielleicht, dann einen Überdruck machen, Küche explodieren lassen, geht nicht, Besteckschrank. Oh, große Überraschung. Besteck. Da ist Besteck drin. Ja, wir sind gut besteckt. Mal sehen, was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer. Ja. Und eine Gabel. Ja. Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Ja. Na nun, kein Löffel. Nein. Und zum Kuckuck sind die Löffel. So, können wir ein Messer? Ja, wir haben ein Messer und eine Gabel. Löffel geht also nicht. Hallo? Jemand zu Hause? Es rasselt, es klimpert, es befindet sich in einem Besteckschrank. Was mag es nur sein? Ich hab's! Es ist eine Schrapnell-Lawine aus den Anden. Vor denen muss man sich in Acht nehmen. Wieso? Was machen die? Die sind doch nett. Wollen wir nicht erst mal gucken, was drin ist? Haben wir doch schon. Oh, ein Besteckschrank. Jetzt können wir endlich meine Messerwurfnummer ausprobieren. Muss ich werfen oder bin ich an eine rotierende Zielscheibe gefesselt? Beides gleichzeitig. Hui. Hui.
Stell dich mir ein bisschen schräg vor. Können wir mit dem Messer übrigens... Möchtest du mal das Messer halten, Harvey? Oh ja, oh ja, oh ja. Und jetzt lass uns Dr. Marcel suchen. Harvey, benimm dich. Gewalt löst keine Probleme. Doch. Feige. Aber echt mal so, mit der Gabel vielleicht in den Harvey reinstechen? Messer, Gabel, Schere, Licht. Edna schwänzt den Unterricht. Hm. Was? Das gibt es doch nicht. Das Messer ist sogar zu stumpf, um Cornflakes zu schneiden. Wir brauchen einen Schleifstein. Wozu? Der Topf ist leer. Ja, fürs Messer natürlich, nicht für den Topf. So? Ich muss nicht kochen. Heute ist Wünsch dir was Tag in der Kantine. Hm. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen den Senflöwen. In diesem Bild kocht Captain Unbrauchbar eine Suppe aus Killertomaten. Boah, Killertomaten. Och Gott. Falls ihr den Film nicht kennt, Killertomaten, es gibt tatsächlich einen Film dazu. Wenn ihr mal so einen richtig trashigen Abend machen wollt, holt euch unbedingt den Film Killertomaten, ladet ein paar Freunde ein und konsumiert... Ich darf jetzt nicht sagen, konsumiert Drogen, aber anders kann man das nicht ertragen. Da muss man sich schon 10 Spritzen setzen, um diesen Film zu ertragen. Was? Der ist super. Einer der besten Filme. Angriff der Killertomaten. Ja, die Zeichentrickserie ist Mist. Bezieht sich auch auf den... ist quasi auch quasi ein Vermarktungsinstrument, nicht etwa für den Originalangriff der Killertomaten Film, sondern für den zweiten Teil, in dem übrigens George Clooney sein Schauspieldebüt hatte. Ja. Angriff der Killertomaten 2 hatte mit Angriff der Killertomaten im ersten Teil nicht sehr viel zu tun. Der erste Teil war sehr, es ist tatsächlich sehr trashig, extrem trashig, aber, genau, also inszenatorisch muss man sagen, haben sie nicht quasi jeden Freistoß verwandelt, den sie hatten, aber inhaltlich ist es nicht von dieser Welt, was sie da was für eine Unsinnparade. So. Können wir noch irgendwas verlesen aus Angriff der Killertomaten? Fällt mir ein. Angriff der Killertomaten. Wir singen jetzt zusammen den Titelsong aus Angriff der Killertomaten, geschrieben von niemandem Geringeren als John DeBello selber, dem Regisseur und Autoren von Angriff der Killertomaten. Attack of the Killer Tomatoes. Attack of the Killer Tomatoes. They beat you, bash you, push you, mash you, chew you up for brunch, and finish you off for dinner and lunch. Bum, 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 bum. They're marching down the halls. They're crawling up the walls. They're gooey, gushy, squishy, mushy, rotten to the core. They're standing outside. Yes, standing outside your door. Bum, bum, bum. Remember Herman Farbage, while taking out his garbage,
he turned around and he did see tomatoes hiding in the trees. Now he's just a memory. I know I'm going to miss her. A tomato ate my sister. Sacramento fell today. They're marching into San Jose. Tomatoes are on their way. Boom, 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 boom. The mayor's on vacation. The governor's fled the nation. The police have gone on strike today. The National Guard has run away. Tomatoes will have the day. Schön. Echt guter Song. Gibt's noch, andere schöne Lieder aus dem Soundtrack? Nee, leider nicht. Naja. Aber gut, dass wir das gemacht haben. Richtig gut, dass wir das gemacht haben. Ihr seid so still geworden. Liegt das daran, dass ich hier nur Unsinn mache, oder? Weil allein die Special-Effekte sind so unsagbar toll, das ist einfach, wow, das ist... Ja, das ist halt, das kann man nichts sagen. Der ist halt aus den 60ern, 70ern? Frühe 70er, würde ich sagen. Achso, ich hab noch gar nicht den Screen umgeschaltet, aber ist ganz gut so. Jetzt kann ich einmal kurz bei IMDb gucken. IMDb Attack of the Killer Tomatoes. Da geht da geht immer so eine rote Lampe bei allen Geheimdiensten rund um die Welt. Oh, 78 sogar. Nicht frühe 70er. Ausgehende 70er sogar. Es gab sogar noch also Strike Back ist, glaube ich, der mit George Clooney. Nee, es gab noch Return of the Killer Tomatoes, Killer Tomatoes Strike Back und Killer Tomatoes Eat France, also Essen Frankreich. Erstaunlich, oder? Ich liebe den Film übrigens, wirklich. Wirklich, wirklich. Habe ich das schon gesagt? So, jetzt machen wir es aber richtig und gehen auch zurück in den richtigen Screen, bevor wir weiterspielen. Ich hoffe, Killer Tomaten kommt auch nochmal in der 3D Director's Cut Edition ins Kino. Das wäre einfach ein Highlight, den muss man gesehen haben. Ne? Also nicht vergessen, Killer Tomaten. Es soll Unglück bringen, mit abgebrochenen Stuhlbeinen im Senf zu stochern. So ein Unglück. Der Senf bleibt nicht haften. Wie gemein. Ach komm schon, sei nicht so fies. Ich weiß, es ist ein kaputtes Stuhlbein. Aber es ist immer noch ein Stuhlbein. Ist doch nur Ketchup, ist doch kein Eigenblut. Ich habe Topfschlagen immer gehasst. Das ist eine Beschäftigung für dumme Konformistenkinder. Ich glaube, Alfred mochte Topfschlagen immer. Das passt. So, was können wir denn hier noch machen? Ich habe Topf... Das ist... Ich glaube, das passt. Okay, das ist das Gleiche. Anmalen geht wahrscheinlich eher nicht. Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so an, als sei mein Bauch voll mit Watte. Das kennen wir ja schon. Na gut, ich glaube, viel mehr können wir mit den Sachen auch nicht machen. Können wir vielleicht mit dem Stift hier so? Ohne einen Kugelschreiber sollte man nie in eine Besteckschublade kriechen. Mit allerdings auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, wir lassen es ganz. Wenn du dich schon so anstellst, dann... Darauf lässt sich leider nicht herumkritzeln. Das ist ja unsagbar. Spüle, Topflappen, nicht. Handtücher. Topflappen. Handtücher. Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Was? Sachen gibt. Ist ja unverschämt. Können wir die vielleicht mit dem Stuhlbein abbrechen? Ich habe nichts, was so nass wäre, dass ich es nicht auch an meinem Nachthemd abwischen könnte. Deine Nase vielleicht. Topflappen. Asbestbeschichtete Topflappen. Oh, das ist aber gesund. Werden sich die kleinen Krebse freuen. Ups, Uhrzeitkrebs.
Topflappen, was können wir mit denen machen? Wahrscheinlich später irgendwas anfassen oder so? Es besteht eine gewisse Ähnlichkeit. Hey! Okay, hier wahrscheinlich weiter nichts. Können wir Kugelschreiber benutzen. Hier so? Der Kugelschreiber schreibt nicht auf Rotti. Sonst hätte ich Harvey längst das Tattoo gemalt, das er sich so wünscht. Ach so. Spületopf. Ja, aber man kann die Topflappen... Streckschrank. Ah, warte mal. Man kann tatsächlich die Topflappen bemalen. Das ist ein Feature in der EBA Engine, das vollkommen sinnlos ist, aber man kann halt tatsächlich, es gibt, man kann das Itembild quasi durch per Skriptbefehl wechseln. Das ist doch schön. Ja, klar, man hätte auch einfach ein zweites Item anlegen können, aber das wäre ja Wahnsinn gewesen. Da hätte man halt irgendwie alles verdoppeln müssen. Aber man konnte das Itembild wechseln. Und deswegen habe ich das genutzt. Also wir haben es ja auch eingebaut aus irgendeinem Grunde. Oder ich habe das kurzfristig dazu geprogrammiert, gecodet. Diesen Itembefehl, weil ich ihn brauchte, während ich die Texte geschrieben habe. Das ist mir an ein, zwei Stellen tatsächlich passiert. Und die nächste Tür. Alter Schwede, wie groß hier alles ist. Verdammt. Da steht Willkommen drauf. Die Matte ist so rumgedreht, dass man es lesen kann, wenn man rausgeht. Ob das Sarkasmus sein soll? Ist das... Also auf jeden Fall ein bisschen gehässig. Willkommen! So, wenn man die Willkommen-Matte so rumdreht, dass sie beim Rausgehen Willkommen zeigt, dann... ist das so gleichbedeutend wie, ja, verzieh dich. Hier der Ausgang, ich weiß es nicht genau. Und vor allen Dingen können wir mit da reden. Auch dir ein herzliches Willkommen, Matti. Hast du die Fußmatte gerade Mattis genannt? Nein, nein, ich nannte sie Matti. Mattis? Wie dein Vater Mattis? Matti. Matti die Fußmatte. Es war nur... Hast du vielleicht den verdrängten Wunsch, dir die Füße an deinem Vater abzuputzen? Hey! Lass das, okay? Sie könnte ja auch den jungen Mann vom Spieleladen in Berlin meinen. Matti. Den guten Matti. So. Hier zu Gang vielleicht? Gehe zu Gang. Biker Gang bestimmt. Gehe zu Biker Gang. Ach, sieh mal eine an. Und dann ist hier auch noch eine Tür. Eieieiei. Also wir werden hier noch viel Spaß haben. Es gibt eine Reaktion in Edna bricht aus. Die kann man einfach nicht verstehen, obwohl sie eigentlich auf das Spiel selbst referenziert. Und zwar, wenn man sich das Bild anguckt, sagt Edna, ich sehe ein kleines Kind im Bauch eines Walfisches oder irgendwie sowas in der Richtung. Das erkennt sich in dieser modernen Kunst. Und die Lösung zu diesem Satz, also die Auflösung, warum sie das da drin erkennt, sieht man in der Vergangenheit. Und zwar ist dies ebenfalls eine Szene, die in der verloren gegangenen dritten oder vierten Tempomorph-Szene verschütt gegangen ist. Und zwar wurde sie von ihrem Vater bereits als Kind hier in die Anstalt geschleppt und muss dann halt hier warten und macht sich natürlich wieder selbst auf den Weg, weil sie halt eben auch als Kind schon so aufmüpfig war. Aber am Anfang sollte sie dann dort in dieser Sitzgruppe sitzen und mit den Beinen baumeln und hinter ihr, also der ganze Raum war ähnlich wie die anderen Tempomorph-Szenen im Gegensatz zur Realität halt aus kindlicher Perspektive enorm verzerrt und hinter ihr hing halt ein großes Bild von einem Walfisch, der halt mit groß aufgerissenem Mund irgendwie sie zu verschlingen drohte, wie sie halt irgendwie in dieser Sitzgruppe sitzt. Kein Wunder, dass sie da aufstehen wollte. Stimmt. Also ich gerade nicht nur in der Szene, wie ein Kind im Bauch eines Walfisches oder das bedroht wird, von einem Wal gefressen zu werden, fühlte, sondern halt auch eigentlich inhaltlich, weil sie diese Therapie, die ihr Vater für sie vorgesehen hat. Ja, tatsächlich hat diese Szene spielerisch nicht richtig Sinn gemacht. Ich habe die halt nie so richtig rund bekommen. Und weil die Fähigkeit nur an einer Stelle gebraucht wurde, und zwar in der Version, und das war halt auch ziemlich mistig einzubauen. Und es gab keinen vernünftigen Hotspot dafür. Und das war ja quasi, der Moonwalk war Ednas Fähigkeit,
zu schleichen, mehr oder weniger, ne? So eine Stealth-Fähigkeit, Moonwalken, damit man nicht gehört wird. Lautlos. Das musste man im zweiten Akt auf der Brücke, also da, wo dieser Lieferwagen der Anstaltscrew geparkt ist, musste man hin moonwalken. Aber es war halt einfach nicht cool. Und es wurde auch nicht cool. Aber Michael Jackson war ganz gut gelungen im Keller gezeichnet. Keine Ahnung, wie er den gesprochen hätte und wie das. Aber der hat halt was an die Kellerwand gesprayt. Ich glaube, da in dem Raum höre ich auch davon erzählen, ne? Von der Moonwalk-Fähigkeit. Ablehnt. Tja. Interessant. Wissenswertes mit Poki. So, jedenfalls die Szene mit dem Mädchen im Walfischbauch. Ich hatte da auf King's Quest 4 referenziert, weil auch in King's Quest 4 gab es eine Szene, wenn ich mich recht entsinne, da musste man sich als Rosella, Prinzessin Rosella, musste man sich von einem Wal fressen lassen. War das King's Quest 4? Ich glaube, es war da. Und musste dann mit der Pfauenfeder den Wal am Gaumen kitzeln, um dem Schlund des Wales zu entkommen, wenn mich nicht alles täuscht. So, ich setze mich jetzt mal anders hin und jetzt geht's weiter durch die Tür in den 5-millionsten Raum. Oh oh. Hey! Mir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Was? Das stimmt doch nicht. Ich hab Sondergenehmigung, bin nur zu Besuch, bin aus dem Neue und du hast mich nicht gesehen, bin schon weg. Sondergenehmigung. Ich habe eine Sondergenehmigung. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Das war ich? Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Das stimmt doch gar Was nicht. Was noch? Du bist nur zu Besuch. Ja. Du bist der Neue. Ja. Oder, nein, warte, du bist gar nicht da, richtig? Das stimmt. Ich habe es satt mit dir. Warte. Oh, nee. Alarm! Entflohener Patient! Was gibt's? Na, was wohl? Eine entflohene Patientin. Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitze den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ich? Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. So verkehrt wird das schon nicht sein. So. Toller Satz. Und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. So, ich glaube, hier ist ein guter Punkt, um gleich für heute zu unterbrechen. Aber erstmal noch zu dem, ich vergesse immer diesen Pförtner-Charakter, dass es den überhaupt gibt. Der war halt echt ganz, also wurde ja auch von Södke Städtler, der halt auch den Alubahn spricht. Wen spricht der denn noch alles? So ein sehr wandelbarer Sprecher. Mit dem es immer Spaß gemacht hat, irgendwas aufzunehmen. Aber da hat er mal so eine Art, Helge Schneider-Performance abgelegt für den. Aber der ist, genau, diese Stelle ist natürlich extrem wichtig. Also erstmal ist es fast unmöglich, dass man diese Tür nicht ausprobiert, bevor man nicht alle anderen Türen, die man gesehen hat, bis zu dem Punkt ausprobiert hat. Das heißt, definitiv wird man eingesperrt, bevor man die Anstalt zu Ende erkundet hat, quasi auf der anderen Seite der Gitter. Und das, dieses Gefühl, dass das erzeugt, es ist halt wirklich diabolisch. Du weißt halt einfach, du hattest da noch Sachen zu erkunden. Du siehst ja, du kommst ja an tausenden Türen vorbei und überall ist was dahinter. Und die Chance, dass du das halt irgendwie mitbekommen hast, dass, ich kann hier tatsächlich überall rein und da ist überall ein Raum. Und ich kann auch überall irgendwelche Sachen mitnehmen fast. Also es gibt Charaktere, Gespräche, Dialoge, Objekte, Rätsel, alles Mögliche. Und plötzlich, knack, bumm, wirst du da rausgerissen und
in ein ganz neues Spiel quasi gepackt. Na klar, da gibt es dann auch Rätsel und Räume und Dialoge, aber auch wenn der Bereich quasi hinter den Gittern, also der Bereich für die Insassen, der jetzt auch nicht klein ist, dadurch, dass man eben so viel vorher schon gesehen hat und so viele Türen vor allen Dingen gesehen hat, die man noch nicht ausprobiert hat, genau, es wirkt es halt wirklich, also es ist halt richtig schmerzliche Freiheitsberaubung. Genau. So, also ich, aber da wir jetzt hier in einem neuen Bereich sind, würde ich vorschlagen, offiziell spiele ich ja auch nur bis halb. 3 Stunden, mehr ist es einfach immer nicht. Es sei denn, ich überziehe gnadenlos. Heute mache ich das aber nicht. Ich habe noch viel zu tun und ihr könnt gespannt sein, was es denn ist. Ihr könnt zusammen mit Andi rumrätseln. was es denn ist? Wo ist denn Andi? Er ist schon wieder verschwunden. So. Ja, das war ein cooler Auftakt. Wir haben unseren 100. Patreon mit, genau, verdienter, hätte die Nummer 100 gar nicht vergeben werden können, an unseren Siffi. Herzlich willkommen im Club. Und genau, noch ist das Wetter auch gut. Ich gebe mal erstmal den chattigen Bildschirm zurück. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr reingeschaltet habt. Trotz des guten Wetters waren wir auch eine kleine Truppe hier. Das war ganz cool. Ich kann's noch. Ich dachte schon, ich hätte es verlernt, wie man streamt. Aber man muss hauptsächlich den Mund auf und zu machen. Was dann rauskommt, ist eigentlich egal. Das ist mein Tipp. Ne? Also, wenn ihr mal Streamer werden wollt, hauptsächlich Mund auf und zu machen. Ist mein Pro-Tipp von einem Creator an euch. Was man so können muss. Ich wollte mir das ja mal angucken, ne? Ich bin ja quasi fachfremd. Streame quasi nur so auf einer Nebenspur. Als Musiker mit Games-Branchen-Hintergrund muss ich sagen, ich habe mir dieses Stream immer ganz schön schwierig vorgestellt. Ich dachte so, wow, das ist halt echt eine krasse Leistung, die Leute da abfeuern, ne? Die ganze Zeit über irgendwas sagen und machen und auch technisch und so weiter. So, So, was habt ihr denn noch alles geschrieben? Ein Spiel, worauf ich reagieren müsste, glaube ich. Bis in hoffentlich weniger als 2 Wochen. Ja, ich glaube, nächste Woche wird auch wieder. Oder? Ich, nachdem ich mit dem Geheimprojekt durch bin, dann seht ihr es zwar noch nicht, aber da bin ich zumindest auf meinem Ende durch, ist nochmal ein bisschen tatsächlicher Urlaub geplant. Ich weiß gar nicht, ob ich dann in den Tagen zum Streamen komme. Da müsst ihr nochmal gucken. Aber ihr kriegt rechtzeitig darüber Bescheid und ihr seht es im Streaming-Kalender, wo ich mich dann quasi austrage, falls ich nicht zum Stream komme, wie ich hoffe. Siffy guckt schon nach jemandem zum Raiden, das ist auch nett. Ich kann ja auch schon mal gucken, ob ich jemanden sehe. Fischkopf haben wir lange nicht gemacht, aber sonst sehe ich auch niemanden.
auf GameStar, auf dem Twitch-Kanal von GameStar ist eine Talkshow zum Thema, wie wichtig sind Publisher noch. Kenne ich die Leute da eigentlich? Mike Reichelt, CEO von Byte Rockers. Bekannt kommt er mir schon vor. Gequatscht habe ich mit dem bestimmt schon mal. Die Branche ist ja ein Dorf. Naja, also richtig was zum Raiden ist es nicht. Wer sitzt denn da noch alles? Die anderen kommen ja auch alle bekannt vor. Man kennt ja jeden eigentlich. In der Branche. Jeden. Automatisch. Beide sagt, ich mache jetzt Spiele, erkennt man auch jeden. Aber die wollen wir ja gar nicht raiden. Royal Funk. Nee, da muss ich Hallo sagen. habe ich jetzt keine Lust zu, weil ich, ich rauchen gehen muss. Tut mir leid, ich bin süchtig. Das ist nicht gut. Das ist keine gute Eigenschaft. Ich sag's nur, weil ich sag. Weil es so ist. So. Sonst keine Idee mehr? Was macht Funk? Den habe ich noch gar nicht abonniert, sehe ich gerade. Der streamt auch gar nicht. Stream startet erst um 6. Da sind die Leute schon in der Lobby, aber wir können zu GameStar raiden, ja. War ja mein Vorschlag. Dann lass uns einfach darüber raiden. Ich sag aber nicht Hallo, die sind ja auch, ich glaube, die reagieren gar nicht auf Raider, oder? Weiß ich nicht. Machen die das? Komm, wir raiden mal. Hört euch das mal an und dann sagt ihr beim nächsten Mal, was das Ergebnis von deren Talk ist. Ob man Publisher noch braucht oder nicht. Braucht man Publisher oder nicht? Raid GameStar. Das ist was. Ich raide euch darüber, weil damit ihr euch gut informiert. So. Und während wir das tun, sag ich schon mal tschüss. Bedanke mich für den netten Stream. Habe ich das schon? Habe ich noch nicht? Weiß nicht. Ist egal. Ich bedanke mich trotzdem. Ich bedanke mich auch 3 oder 4 Mal. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns die Tage. Ich bin nicht in dem Bereich, wo ich wieder so häufig streame wie noch letzten Monat. Aber ich diese Zeit wird auch wieder kommen. Und genau, es ist zu unser allerbesten, glaubt mir einfach. Genau, und seid gespannt. Schaut, wer noch nicht unseren Insta-Channel und oder irgendwelche anderen Social-Media-Sachen abonniert hat, der sollte das tun, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Denn von uns gibt es viele spannende News in nächster Zeit. So, haut rein. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Die Dollarzeichen in den Augen und denkt sich, das Spiel kann richtig geil durch die Decke gehen, wenn ich meinen Job richtig habe. Dann hat man aber auch als Entwickler eine Position zu verhandeln und zu sagen, ja, den und den und den Passus möchte ich bitte gerne umgeschrieben haben. Ist wieder schwierig, man braucht dann immer einen Anwalt dazu, weil ohne Anwalt kann man so einen Vertrag eigentlich sowieso nie unterschreiben. Allerdings. Und das kostet dann auch wieder Geld und Allerdings. Das ist immer wieder bei dem Problematik. Aber es ist nicht so, dass alle Publisher evil sind und dass das immer so ist, dass die Verträge Knebelverträge sind. Also ich kenne auch Verträge, bei denen der Entwickler deutlich mehr als 50-50 bekommt. Und es gibt auch die unterschiedlichsten Konstrukte. Ich kenne auch Publisher, bei denen die sehr flexibel sind. Also die sagen dann, wenn ihr einen Dev-Zuschuss wollt, könnt ihr den gerne haben. Das heißt, wir zahlen euch, was weiß ich, ihr braucht da 200, 300, 400.000 als Entwicklungszuschuss. Dann sinkt aber euer Anteil, den ihr bekommt. Das heißt, dafür wollen wir dann später mehr vom Kuchen abbekommen, wenn das Spiel dann veröffentlicht wird.
Wenn du aber sagst, du willst kein Geld haben, sondern sagst, nö, ich bin selber finanziert, ich brauche kein Geld, ich habe Finanziers irgendwo oder ich mache es in meiner Freizeit. Und dann sagen die, okay, auch gut, dann kriegst du mehr Prozente, weil wir müssen ja unser Geld nicht reinstecken. Denn das ist ja Risiko im Prinzip, was die da reingeben. Und wir haben bis jetzt mit denen,